Wir nehmen das jetzt einfach mal auf. Es ist nämlich hier, es fehlt was und ich übertrage dir jetzt gleich einmal den Bildschirm. Wenn wir hier mit HoloFeeling anfangen, erfordert das ein vollkommen neues Denken. Das ist die Schwierigkeit, ist, dass man immer wieder in die klassischen Strukturen reinrutscht. Dieses unbewusste Ausdenken von irgendetwas, Gedanken, die ich hier und jetzt denke, und ich verstreue die gedankenlos um mich herum. Es gibt eigentlich da nicht recht viel zum Diskutieren. Es ist definitiv so, dass die einfachsten Sätze, ich wiederhole das gebetsmühlenhaft, die nicht diskutierbar sind. Es ist hundertprozentig sicher, und da muss ich immer wieder einsteigen, dass wenn du jetzt etwas denkst, dass dann in dir eine Information entsteht. Und diese Information, die du jetzt siehst, ist deshalb, weil du sie denkst. Und das Du, das ich jetzt ausspreche, das ist der große Unterschied. Es rauscht bei der Masse einfach durch. Und die Masse, wenn ich jetzt sage, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Das ist die Welt der ausgedachten Menschen. Es ist vollkommen gleichgültig, an wen du Geistesfunken jetzt denkst. Ob du an dich selbst denkst, an deinen Körper oder an andere Körper. Diese Körper sind keine Menschen. Ein Körper ist eine Facette eines Menschen. Der Mensch ist das ganze Leben vom Säugling bis zum Greis. Das ist eine Aussage, die ist hundertprozentig sicher. Und du lebst in einer Welt von sogenannten Fachleuten, die du dir ausdenkst, die eigentlich nicht einmal den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper erkennen. Und wenn ich jetzt du sage, das Wichtigste überhaupt, was HoloFeeling von allen Lehren, die du bisher gehört hast, unterscheidet. Ich erzähle es jetzt nur den Geist, der sich jetzt in diesem Moment einen Udo ausdenkt, der letztendlich nur als sinnliche Wahrnehmung ein Pixelmännchen hat, natürlich auch eine Ariane sich ausdenkt, das sind Körper, und wenn er an sich selbst denkt, jetzt an den sinnlich wahrgenommen, eine sinnlich wahrgenommene Information seinen eigenen momentanen Körper empfindet. Das ist der, der vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Das ist hundertprozentig sicher. Aber wer erlebt es jetzt? Wer denkt sich jetzt den Udo, die Ariane und sich selbst als sinnlich wahrgenommenen Körper aus? Und das ist ein weiteres hundertprozentig sicheres Faktum, eine Tatsache, dass für dich Geist immer nur das existiert, was du denkst. Es gibt kein Vorher und kein Nachher und es gibt schon gar nicht ein irgendwo anders. Es gibt ein ausgedachtes Woanders, aber das ist hier und jetzt eine Information in deinem Kopf. Wenn man das verstanden hat, hat man eigentlich alles verstanden, was das wichtig ist, um sich geistig auf eine höhere Ebene zu bewegen. Und jetzt muss man schon auch wissen, wenn ich von Geist rede, dieser rot geschriebene Geist ist kein ausgedachter Geist, so wenig wie ein rot geschriebener Gott kein ausgedachter Gott ist. Das Rot steht für etwas, was nicht gedacht werden kann. Und jetzt, da wir immer nur in Vorstellungen arbeiten können, in Vorstellungen, in ausgedachten Dingen, steige ich jetzt ganz kurz ein. Du kannst jetzt hier Selbstgespräche finden. Und diese Selbstgespräche, jetzt habe ich das Bildschirm da vorher eingeschaltet, ist jetzt was, schalte ich jetzt hier gleich einmal ein. So, du kannst jetzt Selbstgespräche dir anschauen. Und das ist eine kleine Schrift, dass mir als erstes, wenn ich auf diese YouTube-Seite G von Redo, da ist also bei den Playlists das Neueste ist diese Naturfreunde. Vor 5 Tagen aktualisiert. Diese Playlist ist noch nicht fertig. Da sind jetzt erst einige drin. Das sind so Aufnahmen. Der eigentliche Vortrag kommt erst noch. Der wird zur Zeit geschnitten. Jetzt rede ich natürlich schon wieder raumzeitig, weil man sich jetzt schon wieder wen ausdenkt, einen Heiger ausdenkt, der hier die Aufnahmen zusammenschneidet, wo ich einen längeren Vortrag gehalten habe. Und diese Gespräche, die hier vorne drin sind, da werden einfach Mikros oder Kameras hingestellt, die einfach laufen, wenn ich mit den Leuten quatsche. Und da sind jetzt einige Sachen schon mit drin, wenn ich was erzähle, wenn du direkt angesprochen wirst, dass du permanent immer meinst, andere können das hören, was du hörst. Das ist der größte Trugschluss eines Menschen überhaupt. Für dich existiert immer nur die momentan vorliegende Information. Du musst es auf dich wirken lassen.
Das ist nämlich definitiv so, dass du jetzt, wenn du bei Namen angesprochen wirst, da sind solche Kleinigkeiten mit drin, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, da gibt es unabhängig davon Selbstgespräche, dass du automatisch, wenn du ein und dasselbe Video dir anschaust, wo persönliche Namen erwähnt werden, wenn dein Name dabei ist, wirst du mit einem ganz anderen Filtersystem daraus reagieren, wie wenn ein anderer Name erwähnt wird. Ich habe in einem der letzten Selbstgespräche zum Beispiel gesagt, wenn ich sage, der Holger ist ein Idiot, dann wirst du mit dem Wertesystem des Holgers, wenn du mit diesen Worten konfrontiert wirst, ganz anders reagieren, wenn du jetzt das als Ariane hörst. Es schwingt im Hintergrund immer mit, was denken dann die Leute von mir, wenn du selber angesprochen wirst. Und ich sage, die Leute, die du dir jetzt denkst, die erst in dem Moment in deinem Kopf entstehen, wenn du sie denkst, das ist hundertprozentig sicher. Die werden das denken, was du denkst, dass die von dir denken. Das ist die Sache mit der Kiste, Ariane. Und in dem Selbstgespräch, also hier, Entschuldigung, ich drücke das einmal anders aus, in diesem, ich nenne es einmal Vortrag, in diesem Naturfreunde kleinen Treffen, bin ich sehr tief eingegangen auf einen Brief von einer Petra und von einem Robert. Das ist dieses Schreiben, ich zapp das, hast du das Bild? Ich zapp das einmal schnell durch. Und da bin ich hier eingestiegen. In dem Vortrag, das wird noch geschnitten, das kann man, was der Heiko draus macht, müssen wir uns überraschen lassen. Und schon solche Worte sind schon wieder, dass irgendeiner außen einer ist, der etwas macht. Merkst du, du hast ein reines Interpretationssystem von Worten. Im Anfang war das Wort. Und in dem Moment, wo ich hier, das lese ich dann auch und dann erkläre ich das, dass ich fahre das einmal ganz kurz runter, da bin ich dann darauf eingegangen, diese Geschichte und ich bin in dem Vortrag. Steige ich praktisch an dieser Stelle ein. Dieser Originalbrief. Und dieses Vorwort aus Zeitgründen ist es weggefallen und das gehe ich jetzt mit dir kurz durch. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu wild. Das ist so eine wunderschöne Zusammenfassung, was letztendlich das Holo-Feeling, den Kern betrifft. Und du wirst leiden bis in alle Ewigkeit. Und wenn ich sage, du, meine ich jetzt den Geist, der sich dieses Gespräch anhört. Du bist ewig, ob du das glauben willst oder nicht. Und du hast die Möglichkeit, als Einziger bewusst in eine höhere geistige Ebene aufzusteigen. Was niemals in eine geistige Ebene aufsteigen wird, ist ein Gedanke von dir. Ein Gedanke ist eine Gedankenwelle, die taucht auf, egal was du denkst, und sie verschwindet mit dem nächsten Gedanken, den du denkst. Und was du denkst, entsteht, weil du es denkst, und es wird genauso sein, wie du dir das ausdenkst. Du weißt, wie oft ich diese Sätze schon wiederholt habe. Und wenn du das wirklich verstanden hast, wirst du in deiner Welt Wunder erleben über Wunder, wenn du dich disziplinierst, dich in diesem Zustand des Hier und Jetzt zu halten. Es ändert an deinem normalen Leben überhaupt nichts. Du lässt dein Leben ganz normal laufen, das du zur Zeit in der Personifizierung zu leben hast. Aber was mir darum geht, ist, dass dir bewusst wird, du bist ein träumender Geist. Es läuft nur im roten Kopf ab, in deinem Kopfkino. Du siehst aber nur deine Ego-Perspektive. Und das lesen wir jetzt mal ganz kurz durch. Das ist nämlich sehr, sehr kompakt. Und ich merke jetzt, und ich muss immer wieder von normalen Menschen reden als Symbol, dass wenn du das 15, 20 Jahre studierst, und jetzt kommt schon wieder das Problem mit 15, 20 Jahre. Alles, was auftaucht in dir, taucht jetzt auf und alles, was verschwindet, verschwindet jetzt. Muss ich ganz, ganz kurz nochmal das Bild zurückmachen, dass man den Udo sieht. Es ist definitiv so, diese kleinen Hinweise, die jeder normal normierte Mensch hört, hört nicht richtig zu. Das Bereich ist, was ist Zeit? Du musst verstanden haben, was das Wort existieren bedeutet. Existere heißt heraustreten aus. Die erste Frage, wo tritt etwas heraus? Alles, was existiert, existiert hier und jetzt als Information in deinem roten Kopf. Was meine ich mit dem roten Kopf? Wir wissen das mittlerweile. Das ist ein Symbol für das Kopfkino eines träumenden Geistes. Es ist ein Kopf, der nicht denkbar ist. Wenn du jetzt an einen Kopf denkst, denkst du an einen Trockennasen auf dem Kopf. Das ist dann der blaue Kopf. Das heißt, du kannst jetzt an dich denken. Du sitzt jetzt vorm Computer und du musst jetzt wissen, dieser Monitor, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu sein scheint, existieren scheint, ist jetzt deine Information. Und du denkst dir die jetzt in deinen blauen Kopf rein. Das heißt, dieses Ich, dieses
Rode Ich, das sich in einem blauen Kopf befindet, befindet sich hinter deinen zwei Augen. Ich habe das so oft angesprochen. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Das heißt, wenn du jetzt an deine Augen denkst, dann denkst du zwei so Kugeln vor dich hin. Ich sage immer, die kannst du zumachen und dann wirst du feststellen, der, der schaut, sitzt hinter diesen zwei Augen, weil du denkst dir die Augen schon aus. Das ist kein esoterisches Geschwätz, kein religiöses Geschwätz. Wir reden von dem, was du, Geist, jetzt wahrnehmen kannst. Und das, was du jetzt dann vor dir siehst, sinnlich wahrgenommen, du kannst jetzt über den Monitor drüber schauen und kannst in den Raum reinschauen, du kannst deinen blauen Kopf drehen und dann verändert sich das Bild in dir, deine sinnlich wahrgenommene Information. Du kannst nach rechts schauen und nach links schauen. Diese Drehung als Ding an sich ist eigentlich schon eine Falle, weil genau genommen schaust du jetzt auf eine VR-Brille. Das ist die Metapher, die ich dir geben kann. Und da musst du ja dann auch den Kopf drehen, dass sich das Bild auf dem Monitor verändert. Aber das, die Bild auf dem Monitor selber, das, die Bilder verändern sich und es erzeugt die Illusion, dass du in eine andere Blickrichtung schaust. Ich mache es immer so. Das, was schaut, ist immer in der Mitte und es dreht sich eigentlich nicht, weil das nichts ist. Das ist ein idealer Punkt. Da gibt es viele, viele Gespräche, wo ich drauf eingehe. Darum ist es wichtig mit dem roten Kopf, dass man das verstanden hat. Der rote Kopf, dein blauer Kopf, der dich jetzt einhüllt, wenn du an deinen Trockennasen auf den Kopf denkst, diese Information befindet sich in den roten Kopf. Das Interessante ist, wenn du jetzt irgend nicht an deinen Kopf denkst, hast du ja immer noch ständig Wechselinformationen. Das ist das absolute Zentrum. Das ist in unserem Tetraederspiegel diese verstreuten, peripheren roten Ichs. Muss man einfach stehen lassen, man versteht es oder man versteht es nicht. Irgendwann ist es nützt nichts, wenn ich es immer wieder wiederhole. Ich habe auch das jetzt schon tausende Male erzählt. Aber ich habe immer noch das kleine Fünkchen Hoffnung in mir, dass du doch vielleicht einmal neugierig wirst auf das, was du selbst bist. Und den Weg, sage ich immer wieder, musst du alleine gehen. Da geht es nicht mit irgendeiner Gruppe oder einer Sekte. Ich spreche immer nur mit dem, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Und natürlich, was du sonst noch denkst. So, und jetzt schauen wir uns das einmal an. Dieses kompakte Vorwort, wir teilen uns das jetzt nochmal. Und das lesen wir jetzt einmal und dann ganz einfache Sätze. Mein lieber kleiner Geistesfunken, mein liebes Gotteskind. Jetzt hast du mal dieses M-A-I-N. Das ist die Eigenart von Hebräisch, das ist die Vatersprache, sind physikalische Formen. Wenn ich das jetzt als Hebräische zeige, heißt es vom Nicht-Existierenden. Mhm. Wir wissen das, die Vorsilbe M heißt von und A-I-N heißt nicht existieren, wenn ich da hebräische Zeichen draus mache. Wir schauen uns das nicht an, weil ich sage, jetzt denke ich mir wieder welche aus, die das wissen und welche, die es nicht wissen. Wenn du es nicht weißt, kannst du es lernen. Wenn du es nicht lernen willst, hast du Arschlochkarte, sage ich auf gut direkt bayerisch. Du wirst weiter in deinen eigenen ausgedachten Exkrementen dahin vegetieren, solange bis du anfängst, dich für dich selbst zu interessieren. Wer oder was bist du selbst? Fragezeichen, rot geschrieben, steht immer für etwas, was nicht gedacht werden kann. In Form von existierend. Klingt so ungewohnt, unlogisch, aber ich sage dann immer, was denkst du, wenn du an nichts denkst? Dann denkst du an das Wort nichts. Das Wort nichts ist aber nicht nichts. Darum schreibe ich dann das Wort nichts rot. Mhm. Es steht für etwas, was gewusst werden kann, aber du kannst es in keinster Weise in die Existenz heben. Genauso wenig alles. Du kannst alles, das Wort alles dir denken, aber alles ist nur ein Wort, ein Geräusch, wie du dir das halt vorstellst. Du kannst aber wissen, was alles ist. Es ist genau das Spiegelbild von nichts. Mhm. Okay. Fangen wir nochmal an. Wer oder was bist du selbst? Und was sind die von dir? Und jetzt mache ich schon dir Fragezeichen, angeblich in deinem Menschenaffengehirn wahrgenommenen Informationen. Und damit schon eine Sinusöffnung, auf die Wörter bin ich überreichlich eingegangen, auf das lateinische Sinn. Lasse ich jetzt einfach stehen, einfach vorhergehende Selbstgespräche hören und die von dir Geistesfunken, das ist Geist. Und jetzt mache ich hier nochmal von dir Fragezeichen, da meine ich den Affen, der entsteht in dem Moment, wenn du an deinen Körper denkst. Mhm. Angeblich in deinem Menschenaffengehirn, das ist jetzt der blaue Kopf, wahrgenommenen Informationen, IN, rot geschrieben, heißt göttliches Sein. Und es nimmt eine Form an, Ad ist die Kurzform für Out, das ist übrigens auch das weibliche Du, das heißt Zeichen. Und Ionen, das griechische Ionen heißt ein in Bewegung gesetztes Sein. In Bewegung setzen, dieses Oxymoron ist ständig wechselnde Bilder in deinem Geist. Erkenne die zwanghaft Sinnlosigkeit, achte mal auf dieses Aussprache, die zwanghafte Sinnlosigkeit
da steht eigentlich Sinnlosigkeit. Intellektuelles Gehirn, wenn ich IG schreibe, man spricht aber normalerweise Sinnlosigkeit. Wenn du genau zuhörst, musst du mal schauen. Es sind so kleine Facetten, die sehr wichtig sind. Ich mache aus dem IG, aus dem blau geschriebenen intellektuellen Gehirn jetzt eine intellektuelle Kollektion, das ist dein blaues Ich. Das blaue Ich ist dein Intellekt, ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Wenn ich sage, du bist ein Computer, dann wird auf dem Bildschirm nur das auftauchen, was du an Daten und Programmen zum Denken benutzt. Und Kite, K-Eit, wenn wir hebraisieren, heißt wie buchstabiert. So wie du die Worte auslegst, wenn du ein Wort hörst, baut ein Wort in dir eine Vorstellung auf. Im Anfang war das Wort. Und diese Vorstellung ist extrem subjektiv geprägt von deinem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Deines limitierten Verstandes. Erkenne die zwanghafte Sinnlosigkeit deines limitierten Verstandes. Du verstreust aufgrund deines Intellekts, deines blauen Ichs, um dich herum Vorstellungen, die letztendlich deine Informationen sind. Okay, erkenne diese Sinnlosigkeit einem deiner von dir de facto selbst ausgedachten Gedanken. Genauer definiert, einem von dir de facto selbst ausgedachten Menschen auf einmal erklären zu wollen, dass er nur ein von dir Gotteskind ist gleich Geist ausgedachter, erschaffener Gedanke ist. Ja. Ja. Es ist so, diese Sätze heben alles, alles, was du bisher geglaubt hast, aus den Angeln und die sind hundertprozentig sicher. Egal an welchen Menschen du denkst, er entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst. Gut. Einen Gedanken wirst du nichts erklären wollen. Nee. Ja. Aber wie sieht jetzt das aus, wenn der zu einer sinnlich wahrgenommenen Information wird? Eine sinnlich wahrgenommene Information ist genauso eine Information, wie wenn du an jemanden denkst. Aber du gehst dann in diese vier Stufen der Vergessenheit, die überreichlich erklärt wurden. Und es macht keinen Sinn, einen Gedanken von dir erklären zu wollen, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst. Ich mache das nochmal einfacher. Wir lesen den Satz. Es ist so unendlich wichtig für dich selber, dass du das verstehst. Das ist nämlich der Schlüssel in eine vollkommen neue Weltwahrnehmung, der bewusste Eintritt in das eigene ewige Leben. Erkenne die zwanghafte Sinnlosigkeit deines limitierten Verstandes. Das heißt, solange du dich mit deinem Körper verwechselst, wirst du nicht frei sein. Du Geist bist was anderes, wie der Körper oder der Mensch, der du zu sein glaubst. Das ist eine Rolle, die spielst du in deinem Traum. Und das, was du Sterben und Auflösung nennst, ist letztendlich Wachwerden. Erkenne die zwanghafte Sinnlosigkeit deines limitierten Verstandes, einem deiner von dir de facto, heißt hundertprozentig sicher, hier, fagere Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, einem von dir de facto selbst, Geist, selbst, ausgedachten Gedanken, genauer definiert, einem von dir de facto selbst ausgedachten Menschenaffen, Enosh, Medim, Leute, gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres, erklären zu wollen, dass er nur flackerndes Licht, Existenz an aufgespannten Berechnung. Ein von dir Gotteskind ist gleich göttlicher Geist, ausgedachter, erschaffener Gedanke ist. Jetzt schauen wir diese Erschin, erweckte Logik. Schauen wir uns das Wort einmal an, was das auf Hebräisch heißt. Das ist ein Kinderbett, ein Ruhelager, eine Wiege. Das hebräische Wort. Das können wir übrigens auch Arsch vokalisieren. Da kommen die Exkremente raus. Das heißt eigentlich in einer Wiege liegen. Und die Wiege, denk immer an die Wiege, schau das kleine Bild unten an, wenn du den Udo unten hast. Das ist das, was du immer sagst, es ist hell, es ist dunkel, du bist gesund, du bist krank, du hast Hunger, du bist satt, es ist Frieden, es ist Krieg. Das ist immer so. Es schwingt auf und ab. Aber immer gleichzeitig. Die Polaritäten wie der Wellenberg und das Wellental sind gleichzeitig da. Und das ist im Engelischen. Engel ist, ich heißt Gestaltwerdung. Du bist an und für sich zurzeit ein Engel. Da steckt das Wort Angel mit drin, der Angel auf Englisch. Das ist die Türangel, der Dreh- und Angelpunkt, um den sich alles dreht. Das englische Wort Lie bedeutet Lüge, aber auch eine Kindslage. Und dieses AG, Age, wieder englisches Alter, das Alter Nieren. Du Lie bedeutet am Boden liegen,
Lügen, die Lügen einer logischen Existenz, wenn man das hier mit der Vordersprache liest. Und Lügen. Dieses Bo in ihm, immer hebraisiert, heißt, sind seine Urteile, die geöffneten Existenzen. Und das ist das hebräische Wort für Urteilen. Und wer urteilt sich da? Dieser Mittelpunkt, du all. Du bist ein Nichts, das sich in dem Moment, wo du an Gedanken denkst, dass du mal Gedankenwelle aufspannt. Du kleine geistige Schlafmütze, darfst gerne weiterhin diesen fehlerhaften Welt, raumzeitlichen Weltbild von dir selbst hinträumen. Übrigens GR, eine Gehirnberechnung, das heißt in der Fremde übernachten. Das heißt einmal fremd, aber ein Fremd, du wirst zu einem Fremden und die Fremde, die du bist, ist die Traumwelt, in die du dich zurzeit hineindenkst. Von der du immer der Mittelpunkt bist. Und auch weiterhin dir, das wissen wir jetzt, du bist der Geist, der das Leben erlebt und das Dir ist der, der du zu sein glaubst, selbst etwas vormachen und dich selbst und die anderen Menschen belügen. Du bleibst, B-Leib heißt im Leib, eine raumzeitliche Erscheinung, dann halt weiterhin ein unbewusstes Arschloch. Aus den Exkremente rauskommen und du weißt es nicht. Und die ganze Scheiße, die du dir ausdenkst, dieses Existierende, wirst du auch wieder fressen müssen, zurücknehmen müssen. Wenn du immer bist, wirst du nämlich jede Welle, die in dir auftaucht, wieder zusammenfallen lassen und wieder in dich reinfallen lassen. Gut? Siehst du, so eine Kleinigkeit, so ein kleiner Gedanke. Und es ist immer wieder, wenn ich die Beispiele wiederhole, dass ich sage, ausgedachten Dingen, wenn ich so die Hände vor mich hinhalte und mache die Hand auf und zu und ich frage, hast du das Bedürfnis, deinen Händen zu erklären, dass du derjenige bist, der sie auf und zu macht? Das sind so ganz einfache Sätze. Du solltest dir mal eigene Gedanken drüber machen. Warum willst du deinen Händen das nicht erklären? Weil du sagst, die verstehen das sowieso nicht. Willst du deinen Computer mal erklären, wie er funktioniert? Oder ihn erklären, dass er was nicht richtig macht, weil er nicht so funktioniert, wie du das gern haben möchtest? Wieso unterhältst du dich nicht mit deinem Computer? Ja, weil das eine tote Maschine ist, ein Haufen Materie ist. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Computer und einem Menschen, wenn der in dir auftaucht? Ja, der ist ja lebendig, der hat ja Geist, sagt der normale Mensch. Geist kann man nicht besitzen, das kann man nur sein. Ein von dir ausgedachter Mensch hat deshalb Geist, weil du dir denkst, dass er Geist hätte. Das ist aber deine eigene Geistlosigkeit, wenn du das denkst. Dann kannst du dir doch auch einen Computer ausdenken und sagen, der hat Geist. Du merkst, du hängst in einem logischen System drin, das so widersprüchlich ist und so geistlos ist. Das nenne ich Materialismus oder Religion oder Esoterik. Weil egal, was du dir jetzt ausdenkst, wenn du das einmal ganz wertfrei betrachtest, was du feststellen, sind das dann alles deine Gedanken. Die religiösen Menschen sind Gedanken, die Esoteriker sind Gedanken, Materie sind Gedanken, aber wer denkt sich das jetzt aus? Und sobald du dir jetzt einen Geist ausdenkst, ist der auch bloß ein Gedanke. Ein schlafender, ein träumender Geist ist auch bloß ein Gedanke. Und was denkst du, wenn du an einen träumenden Geist denkst? Ich habe das tausendmal durcherklärt. Du hast es nur mit ständig wechselnden Gedanken zu tun. Du selbst bist etwas, was nicht in der Lage ist, an sich selbst zu denken, ohne dich zu einem vergänglichen Gedanken von dir selbst zu machen. So, dann fangen wir da mal an. Beachte. Ich habe jetzt, es ist sicher, diese eigenartige Schreibform, E steht für Energie, E Quadrat in der Einstein-Formel, wenn sie richtig geschrieben wird. E Quadrat ist gleich M Quadrat mal C hoch 4. Gehe ich jetzt nicht drauf ein. Es wird reine Physik. Immer dran denken. Du wirst von mir niemals hören, dass irgendetwas nicht stimmt. Dass irgendetwas falsch ist. Alles, was in dir auftaucht, sind ganz wichtige Elemente vom Heiligen Ganzen. Und jetzt kommt schon der Widerspruch, wenn ich sage, das ist Blödsinn oder das ist so. Ich kann nur ein einfaches Beispiel bringen, wenn du in deiner Fahrschule bist und du kriegst den Führerscheinprüfungsbogen vorgesetzt, dann ist der voller Fehler. Da ist aber nichts falsch gelaufen oder verkehrt gelaufen, weil der wurde ja vom Schöpfer bewusst so erschaffen, um zu prüfen, ob du verstanden hast, um was es geht. Das sind auch diese zwei Seiten. Es kann durchaus ein Fehler da sein, ohne dass das ein Fehler ist in deiner bisherigen Vorstellung des Wortes Fehler. Das heißt, wenn du dir jetzt ein grünes Marsmännchen ausdenkst, dann frage ich dich, wo kommt das her? Das kommt doch aus dir. Es ist aber das Schöne, ich könnte jetzt sagen, das fehlt jetzt in dir, wenn du dir das ausdenkst, obwohl es eigentlich nicht in dir fehlt. Mein Standardbeispiel, wenn du einen Film anschaust, dann werden ja aus dieser Datei, wo alle Bilder gleichzeitig in einer verschlüsselten Form als Pünktchen und Strichchen drauf sind, so wie du dir das jetzt vorstellst, wird ein einziges Bild auf dem Bildschirm hochgerechnet, dass du den siehst.
Das ist wie wenn du dir was ausdenkst, aber alles Ausgedachte wird nicht aus dem eigentlichen Zentrum herausgenommen. Das ist auch immer bei den Wellen, wenn die auftauchen. Das, wenn oben ein Wasserball auftaucht, hast du das Gegenteil um das Wellental. Das als plus 5, minus 5 eigentlich immer nichts bleibt. Das ist diese Ruhe, die du kriegst, wenn du auf der höheren Ebene bist. Okay? Das heißt, das rote S steht für Bewusstsein, das rote E steht für das Elle, für unendlich viele Sachen, für die Energie in der Einstein-Formel, die ständig in eine andere Form umgewandelt wird. Und dieses Hoch 2 ist das JCHICH, das bin ich und du, die letztendlich eins sind. Eine und dieselbe Energie. Ich sage immer, der vom Bücherregal, der JCH und dieses rote Ich, das du jetzt bist, sobald du anfängst, ein Leben zu leben. Ist sicher, das Bewusstsein JCH ist erwacht. Okay, es ist sicher, dass die von dir Geistesfunken dir Menschenfragezeichen, ausgedachten Menschenaffen, hundertprozentig sicher deine eigenen vergänglichen Informationen sind. Jetzt können wir das englische Wort die, das habe ich gerade schon angesprochen, wir springen auch einmal rein, dass ich immer sage, du kannst das alles überprüfen, wenn ich sage, es ist so, das hast du da, das hast du erst einmal sterben, gestorben, verenden, zu Toten kommen, aufschwingen, fallen, krepieren, tot finden, ersterben, ausdünnen, ausklinken. Das wird dann immer wieder sehr, sehr interessant in den Substantiven, weil SD Erben ist ja raumzeitliche Spiegelungen oder Erscheinungen sind erweckte polare Existenzen. Das ist unser Spiel für Holofeeling. Immer dran denken, du kannst aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch machen. Ich reiß das nur an. Aber wichtig ist, dass du irgendwann einmal den Absprung schaffst, dass dir klar ist, ich bin was anderes wie ein Gedanke von mir. Dann wirst du zu einem roten Ich. Und darum muss man das immer wieder lesen, wie tief das ist. Es ist sicher, dass die von dir Geist, dir Mensch, der Mensch ist was Ausgedachtes. Das ist immer eine Kiste, wo so sein wird, wie du dir das ausdenkst. Ausgedachten Menschenaffen, ich beziehe jetzt das auf die Enosch. Hundertprozentig IG heißt jetzt rot geschrieben, göttlicher Geist. Und du hast jetzt hier die 100, siehst du schon im Prozentzeichen. Das ist eigentlich nur gespiegeltes Aleph, wenn man das umkippt. Mach aus den zwei Nullen die zwei Js, die gespiegelt gegenüberstehen. Deine eigenen vergänglichen Informationen sind Sinuserscheinungen, Gedankenwellen. Und jetzt habe ich hier unten hingeschrieben, siehe Medim, das machen wir jetzt nicht, das ist das hebräische Wort für Menschen. MD heißt übrigens Tod, lateinisch so viele intellektuelle Gestalten. Dann haben wir Enosch, das ist das hebräische Wort für den Einzelmenschen, das heißt auch sterblich und unheilbar krank, wenn man da drauf drückt, wenn man diese Datei natürlich hat. Die müssen wir jetzt ohnehin stellen, sind sterbliche Affen bei eigener geistlos-naturwissenschaftlicher Definition. Das erklären dir deine Lehrer und deine Erzieher und daran glauben auch alle religiösen Menschen. Es sind letztendlich tiefgläubige Materialisten. Die Bezeichnung Homo sapiens, lateinisch für verstehender, verständiger und vernünftiger Mensch, wo ich immer sage, das ist die maßloseste Selbstüberschätzung, die ein Trockennasenaffe machen kann, wenn er meint, er ist ein vernünftiger, verstehender und vernünftiger Mensch. Der rotgeschriebene Mensch ist ein Adam, ist ein Gott, ein Gotteskind von Gott erschaffen, in seinem Ebenbild. Bezieht sich auf den symbolischen Adam. Nicht auf irgendwelche von dir, Adam, ausgedachten Menschenaffen. Das sind nämlich Medim. MG, gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres, MD heißt Tod. Und das Tod wiederum, lateinisch heißt so viele. Das ist die Menschheit, die du dir ausdenkst. Das sind die Medim. Das sind so viele, die aber nur existieren, wenn du an sie denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du nicht weißt, was 100% sicher bedeutet, bei Holofeeling ist jede einzelne Aussage hundertprozentig sicher, im Wesentlichen sofort auf der Stelle von jedem 13-Jährigen, wie ich sage, hier und jetzt überprüfbar, diskussionslos. Und wenn ich jetzt sage, das Wort bedeutet das oder das Wort bedeutet das, was du feststellst, wenn du jetzt das recherchierst, in Wörterbüchern oder ins Internet reingehst, dass da genau das drinsteht, was ich dir sage. Bei Holofeeling geht es nicht darum, dass du irgendein Dogma glauben müsstest, was du nicht überprüfen kannst, was aber jeder Gläubige, jeder Esoterische und vor allem die Naturwissenschaft macht. Sie kriegen in ihrer Erziehung logische Konstrukte, Vorstellungen einprogrammiert wie ein Computerprogramm und Daten kriegt und bauen aufgrund dieses anerzogenen, einprogrammierten Wissens Vorstellungen auf,
die zu 99% dann so programmiert sind, dass die den Eindruck machen, das wäre hundertprozentig sicher, obwohl du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und du kannst jetzt ganz frei, die erste Freiakt, du kannst entscheiden, ob du mir vertraust, das heißt letztendlich dir selbst, weil ich ja behaupte, ich bin du. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, das zu sein, was du zurzeit zu sein glaubst. Jeder Intellekt ist immer die Öffnung von Berechnung. DR heißt auf Hebräisch Generation, tausendmal angesprochen. Jeder von dir Geist, de facto jetzt ausgedachte Denker und dessen ebenfalls hundertprozentig sicher von dir Geist, de facto jetzt ausgedachten, angeblich eigenen Gedanken, die du Geist diesen von dir jetzt bewusst ausgedachten Denker zusprichst. All diese von dir Geist ausgedachten Denker und deren Gedanken sind de facto hundertprozentig sicher immer deine eigenen Gedanken, die immer nur dann in dir selbst existieren, wenn du Geist dir diesen Denker und ihre angebliche eigenen Gedanken ausdenkst. Stimmt oder stimmt? Das ist jetzt das Beispiel, wenn du dich angesprochen fühlst und dann kommt zum Beispiel, was denken dann die von mir? In dem Moment, wo du sagst, was denken dann die anderen von mir, denkst du dir andere aus und interessanterweise, du setzt ein Fragezeichen hinter diesen Gedanken, der in dir auftaucht, obwohl du eine panische Angst hast, die könnten schlecht von dem denken, der du zu sein glaubst. Was denken die dann von mir? In Bezug auf das, was du zu sein glaubst, auf das Tier. Ich hoffe, du bist dabei. Das sind Sätze, die muss man zigfach lesen, weil das ist der Weg in die Freiheit. Die sind unendlich tief, überragen im geistigen Sinne in ihrer Einfachheit wirklich alles an intellektuellen Wissen, weil die den momentan zum Denken benutzenden Intellekt als die große Lügenquelle deiner von dir ausgedachten Welt darstellen, ersichtlich machen. Ja. Egal, um was es geht. Ob ich mir einen Adam und einen Eva in die Vergangenheit in ein Paradies denke oder Neandertal in die Vergangenheit denke oder Dinosaurier, all das Zeug ist blind nachgeplaffertes Vorstellungswissen, egal was ich dir erzähle. In der Schule, was ich dir einprogrammiere, alles, was du nicht selbst am eigenen Leib erlebt oder überprüft, erlebt oder gesehen hast, all die Vorstellungen, ein heliozentrisches Weltbild, Wassermoleküle, all dieses ganze Zeug kann nicht entdeckt werden. Man kann dir das erzählen und jeder, der dir das erzählt, hat es auch vom Hirn so. Kann das nicht oft genug sagen. Das ist der erste große Trugschluss. Man hat dir erzählt, wer irgendwas entdeckt hat. Wer die Wassermoleküle entdeckt hat vor über 200 Jahren. Du, wenn wirklich Geist bist, frag dich doch einmal, wie vor 200 Jahren, wie will das einer entdecken? Was für Möglichkeiten denkst du dir in die Vergangenheit vor 200 Jahren überhaupt technisch an Möglichkeiten? Kann man da Wassermoleküle entdecken? Die kannst du nun ja mal jetzt entdecken. Ja. Oder elektromagnetische Strahlung oder Licht. Ich müsste da sehr genau reingehen. Das ist Lichtgeschwindigkeit. Es wird immer ein logisches Prinzip. Es wird dir erklärt, wie man das entdeckt hat. Und wenn du das genau anschaust, wirst du feststellen, ich nenne das immer einen Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Ich habe so simple Beispiele, dass das wirklich ein 13-Jähriger nachvollziehen kann. Was ich zum Beispiel sage, hier Kammerton A mit der Stimmgabel, 440 Hertz. Dann recherchiere das einmal in deinem Internet, in deinen Büchern, wer das entdeckt hat oder erfunden hat. Und dann frage ich dich, konnten die zu dieser Zeit, so wie du dir Vergangenheit ausdenkst, überhaupt in irgendeiner Form feststellen, dass das 400 Mal in der Sekunde hin und her schwingt? Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ein Mendeleev mit seinem Periodensystem. Es sind Hirngespinste. Der Witz ist, diese Menschen, die du dir denkst, die du als Entdecker oder Schöpfer irgendwelcher Theorien siehst, man erzählt dir was, du hörst Worte. Du hörst jetzt die Worte meinetwegen von einem Einstein und der Einstein hat ja und dann recherchierst du und dann liest du Bücher und dann denkst du dir eine Vergangenheit aus. Es ist hundertprozentig sicher, zuerst einmal sind Worte da und du machst aus diesen Worten de facto Vorstellungen in Maßsetzung deiner Logik, die du dir dann in die Vergangenheit denkst und jetzt kommt das Problem.
Du bist dir hundertprozentig sicher, dass das in der Vergangenheit so war, wie du dir das in die Vergangenheit denkst. Du glaubst, dass ein Gedanke, den du hier und jetzt denkst, aufgrund von einem anerzogenen Wissen schon da war, bevor du ihn gedacht hast. Es war in der Vergangenheit niemals was und es wird auch in der Zukunft nicht sein. Mein Lieblingsbeispiel zur Zeit, du kriegst von mir 5 Millionen Euro bar auf die Hand, wenn du in der Lage bist, morgen ein Glas Wasser zu trinken. Ist unmöglich. Es wird morgen nichts passieren und es ist in der Vergangenheit nichts passiert. Du kannst jetzt nur dich selbst beobachten, wie unendlich massiv dieser Glaube, den man dir einprogrammiert ist, dass du trotzdem meinst, es passiert morgen was. Und du hast Angst vor morgen, vor der Zukunft, eventuell. Versuchst dich möglichst lang als Trockennasenaffe am Leben zu erhalten. Das heißt, das, was du versuchst am Leben zu erhalten, dein Körper verschwindet schon, wenn du nicht mehr an ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Zu glauben, der ist auch dann da, wenn du nicht an ihn denkst. Da wird dein ganzes Selbstbild massiv gestört. Können wir dann ganz kurz nochmal drauf eingehen. Alle Hirngespinste und einseitigen, geistlosen Besserwisser-Rechthabereien der von dir Geist ausgedachten Menschen sind hundertprozentig sicher nur deine aus dir selbst herausgespiegelten eigenen Besserwisser-Rechthabereien. Jetzt habe ich das so seltsam geschrieben. Was sind Besserwisser-Rechthabereien? Ich habe jetzt dieses Reihen, das ist dieser Kopf des Schöpfergottes. Ich kann auch eine Reihe setzen, da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Aber alles, was du hast an Menschen, die du dir ausdenkst, was du feststellst, es sind alles Besserwisser und Rechthaber. Aber das sind Spiegelbilder deiner eigenen Besserwisser-Rechthabereien. Es sind die Hirngespinste dieser vielen Facetten, die du dir ausdenkst, wo du meinst, eine davon ist nur richtig. Und jetzt schiebe ich hier das nur rein, die Existenz einer aufgespannten Berechnung aus unserem Gematrie-Explorer ist eine existierende aufgespannte Rationalität, es ist eine Berechnung, ist, auf Hebräisch ist es ein flackerndes Licht. Das ist dein blaues Ich, dein Intellekt, der Spiegelungen erzeugt. Und das ist das Ego, das sich selbst verzerrt. Das Leben wird das Ego aus dir herausprügeln. Und du kannst es komplett ohne Schmerzen loslassen, wenn du loslässt von deinem blauen Ich, von deinem Intellekt. Das ist die Geschichte mit dem Haar. Dein ganzer Intellekt symbolisiert ein Haar. Und wenn du mir deinen jetzigen Intellekt, mit dem du deine Vorstellung von Welt aufbaust, diese gigantische Welt, die du jetzt schon ausdenken kannst, wenn du mir das Haar, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du für mich ein neues, nämlich ein Wort, das Wort Haus. Du weißt, so simpel, ich mache an dem Haar, ich verändere nichts. Wir brauchen alles, was da ist, wir erweitern das nur über die Logik hinaus. Alle von dir geistes von ausgedachten Erscheinungen, die nur flackern, dann in deinem Indivisionalbewusstsein. Göttliches Sein, die Öffnung deines Intellekts erzeugt eine Vision, das sind die vier Spiegel in unseren Quadranten. Allbewusstsein, das ist dieses göttliche Bewusstsein existieren. Bezieht sich jetzt alle Erscheinungen, das Existieren bezieht sich das dann mal auf diese ganzen intellektuellen Systeme und Menschen, die du dir ausdenkst. Das heißt, in deiner Gebärmutter existieren. Geber ist der Geburtsgeber auf Hebräisch, kommt der Gabriel her. Die Matrix, in der Matrix. Wenn du Geistesfunken, das heißt, wenn man, das ist der Geist, an sie, an die Frau, an das Weltliche denkt. Wisse, das Licht da außen, AUS, scharfes S, ist gleich B, Schöpfung einer aufgespannten Polarität, Beschwörungskund, flackert nur in deinem Rosch, in deinem roten Kopf. Das ist das hebräische Wort für den roten Kopf. Und dieses Rei, der Spiegel im Zentrum, der Kopf des Schöpfergottes. Gut? Darum haben wir das jetzt in einem Satz gemacht. Musst du immer wieder alle Hirngespinste und einseitigen, geistlosen Besserwisser-Rechthaber rein in dem roten Kopf. Der von dir Geist ausgedachten Menschen sind hundertprozentig sicher nur deine aus dir selbst herausgespiegelten Besserwisser-Rechthaber rein. Und du brauchst bei Wissen immer welche, wo du sagst, das stimmt und das stimmt nicht, der hat recht, der hat nicht recht und so weiter. Wir Geist sind, habe ich gerade schon gesagt, es E-Quadrat S, das Bewusstsein J-C-H-I-C-H rot geschrieben, das eine nicht existierende Energiebewusstsein, Bewusstsein ist nicht existierend, ist gleich nichts, alle ausgedachten Menschen. Das einfache Ich-Bin-Du-Lesen
In dem Moment, wo du an die Menschheit denkst, ich habe vor 20 Jahren schon gesagt, an was jetzt natürlich ausgedacht, es ist im Lebensbuch Blätter 20 Jahre zurück nach Almena, an was denkst du, wenn du an deine Menschheit denkst? Das sind jetzt Worte. Jetzt schauen wir, was für Vorstellungen sich in dir aufbaut. Du denkst an eine Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht, auf der sich hier 7 oder 8 Milliarden Trockennasenaffen befinden. Wer hat die gezählt? Wer hat die jemals gesehen? Es ist das, was man dir erzählt hat, und du stellst dir das dann vor, aber das Problem dabei ist, du brichst das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendetwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Die Bilder sind in dir drin. Hätte man dir erzählt, dass da 1 Million Menschen auf der Erdkugel leben, dann würdest du das genauso machen. Und sobald du ein Wissen programmiert hast, sobald irgendeiner was anderes behauptet, stürzt dein System ab und du sagst, es ist ein Lügner. Ja. Egal, um was es geht. Sobald irgendeiner was behauptet, was dir unlogisch erscheint, stimmt es nicht. Woher nimmst du diese Arroganz zu glauben, dass den Dreck, den man dir erzählt hat, dass das die absolute Wahrheit ist? Ich sage, jedes Wissen, jeder Glaube, der im Widerspruch zu einem anderen Glauben steht, der in dir auftaucht, ist unvollkommen. Diese ganzen verschiedenen, sich widersprechenden Glaubenselemente kann man zusammensetzen wie ein Puzzle zu was vollkommen Neues. Das passiert mit Holofeeling. Jetzt gehe ich hier ganz kurz auf diese Einstein-Formel ein, die schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Das Klassische, was man in der Schule lernt, ist E ist mc². Interessant hier schon, E ist die Energie, das ist eine Kürzung, das M steht für Gestaltwährung und das C ist ja für Licht. Das habe ich jetzt schon violett gemacht, das ist nämlich ICH, also ich rot und ich blau, die Kombination zwischen einem träumenden Geist und dem Intellekt, den er zum Denken benutzt. Wirft jetzt Gedankenwellen auf, die violetten, und diese zwei liest du als plus minus ist gleich null. Das heißt, alles, was du dir ausdenkst, sind Gedankenwellen, und das kleine Bild wieder anschauen. Und da ist es so, alles, was über die Nulllinie herausgeschmissen wird, wird praktisch nur von unten nach oben geklappt und fällt unten, bleibt arithmetisch immer null. Drum kann diese Energie nicht verändert werden, sie kann weder vermehrt werden laut Physikbücher noch vermindert werden. Sie kann nur ständig in eine andere M, in eine andere Gestaltwertung, in eine andere Form von Energie umgewandelt werden. Und das passiert aber immer in einer vollen Synchronität zwischen Plus und Minus. Ist nur die gekürzte Form, und das steht jetzt eigentlich ohne Impulsandal, E Quadrat ist gleich M Quadrat plus Minus mal, schau, wie schön das gesetzt ist, C hoch 4, das ist die Einstein-Formel ohne Impulsandal. Müsste man jetzt natürlich sich in Physik auskennen. Und diese 4 symbolisiert jetzt die Quadranten im Einheitskreis. Gut? Der letztendlich genau genommen eine Peripherie ist um einen Punkt, in dem sich alles befindet. Immer an die Spiegelung denken. Ein, habe ich schon gesagt, bedeutet nicht existierend, ist gleich all. All heißt auch Gott und heißt nichts. Ein heißt nicht existierend. Das ist Gott. Kann nicht existieren, weil sobald was existiert, existiere, heraustritt, funktioniert es nicht. Gott bleibt nichts. Ein ausgedachter Gott ist nicht Gott. Das ist der Mittelpunkt, aus dem alles entspringt. Du all. Darum nennt man das Du bist all. Und das bedeutet Gott und nichts. Jetzt haben wir hier die zwei T hin schon wie ein Pi geschrieben. Okay? Da gehen wir nochmal drauf ein. Du Geistessohn bist wie dein Vater, ich UB, Gott das Meer, als Ding an sich. Din Je heißt das Gesetz, hebraisiert das Gesetz des Geistes. Bewusstes Ich. Du bist ein bewusstes Ich, aber ein bewusstes Ich, das zurzeit eine Rolle spielt. Wenn du JCH bist, stehst du vor dem Bücherregal. Es ist dasselbe. Ein Mensch, der vor einem Bücherregal steht und das Bücherregal, die Leben sieht, ist jedes Leben nur ein Chat. In dem Moment, wo ich ein Buch in die Hand nehme und zum Lesen anfange, werde ich personifiziert, aber dieser Leser, der jetzt ein Leben durchlebt, wird dann zu einem bewussten Ich, wenn du das bewusst machst. Das heißt, als wirklich selbstbewusstes, rotes Ich ein absolutes Nichts. Das Geschenk ist, dass du plötzlich merkst, du kannst nicht zerstört werden. Die Gedanken lösen sich auf, aber nicht der, der die Gedanken erlebt. All das wird bis ins Detail erklärt, bis in die Physik, die physikalischen Formen, das ist Holofeeling. Das ist kein Kindergeburtstag, was wir hier spielen.
Das ist jetzt der Ausdruck für DIN, Rechtsspruch und Gericht. Deine göttliche Creatio ex nihilo, das heißt deine göttliche Schöpfung aus diesem Nichts, das du selbst bist, das wir sind. Rot geschrieben, genau übersetzt, deine Auswahl aus dem Nichts, das du selbst bist, beschreibt. Da haben wir jetzt im Logos, ist der Kopf des Schöpfergottes, und dann kommt eine polare Erscheinung, deine eigene selbst ausgedachte Traumschöpfung. Jetzt schauen wir uns das Wort Creatio ex nihilo mal genauer an. Creatio heißt das Erschaffen, das Erzeugen, das Erwählen, die Wahl, die Auswahl, das Magistratum, das ist die Magie. Das ist der große Magier. SDR, rot geschrieben, heißt das Geheimnis. Das Geheimnis der göttlichen Magie. Und Nihilum heißt nichts. Ex nihilo oriadur. Es entspringt aus dem Nichts. Im Nichts. Nichts. Der Homo nihili. Der Homo ist eigentlich nichts, rot geschrieben. Der eigentliche Mensch ist nichts. Das ist ja auch Homo, ist ja dann auch die Gleichheit. Denk an die Homosexualität. SX, Raumzeit, die heraustritt. Homosexualität, das Homo ist das Nichts. Ja. Dann springt es auseinander in Wellenberg und Wellendal, was ja dann genau genommen mit Holofeeling zuerst einmal 16 Perspektiven waren. Aber das ist so einfach, kann man nicht erklären. Du kannst deinem Kind nicht erklären, einem Fünfjährigen, wie ein Computer funktioniert, ein Hochleistungscomputer, wie du das jetzt siehst, Quantenmechanik, Quantenbits. Ich kann dir das alles erklären. Ich erkläre dir was ganz was anderes, wie deine Physiker dir erklären. Ich sage immer wieder, die ganzen Formeln, alles, was in dir auftaucht, ist wichtig. Und es ist eine Spitze, spitzt du mit dir selber. Es müssen nicht die Menschen, die du dir ausdenkst, wissen. Du musst der Erste sein. Dein Wissen, dein derzeitiger Wissensstand zeigt sich in der Traumwelt um dich herum. Nicht sagen, mir geht es ja nur so schlecht, weil die Welt so schlecht ist. Ich sage, du hast nur einen sehr, sehr schlechten Glauben, wenn um dich herum Welt und Krieg und Besserwisserei ist. Das musst du zuerst einmal, das sind Spiegelbilder deines eigenen Glaubens. Wenn du dann nicht mehr darauf reagierst, löst es sich auf. Für dich existiert nur das, wo du reagierst, im Positiven wie im Negativen. Machen wir weiter. Hier der von dir Geist de facto jetzt ausgedachte Brief einer von dir Geist de facto jetzt ausgedachten Petra, die sich an einen von dir Geist de facto jetzt ausgedachten Udo wendet, weil sie verzweifelt, F, die Facetten, die Fällen, versucht ihren von dir de facto jetzt ausgedachten geistigen Roboterfreund Robert von der Richtigkeit und Holofeeling überzeugen zu wollen. Ich sage immer, Holofeeling ist nicht richtig, weil wenn es richtig wäre, wäre es ja nicht verkehrt. Und wenn es nicht verkehrt ist, die Kehrseite, ist es nicht alles. Genau. Holofeeling ist alles. Holofeeling ist nicht richtiger wie irgendwas anderes. Das ist die Definition, muss man verstanden haben. Der Teufel, der Fehlerteufel liegt im Detail. Wenn ich jetzt behaupte, bei einer Tasse der Henkel ist rechts, dann kann er nicht links sein. So ungefähr musst du dir das vorstellen. Bei Holofeeling nimmt für sich nicht in Anspruch, dass es richtig ist wie andere Sichtweisen. Es ist allumfassend. Wenn ich mir eine abstrakt erst einmal vorstelle, was ist eine Tasse, dann erübrigt sich die Diskussion, ob der Henkel rechts ist oder ob er links ist oder ob er in der Mitte ist. Oder gar keiner dran ist, weil dann gehe ich schon in die Peripherie. Ich mache schon Facetten aus diesen Gedanken, dass ich mache Blickwinkel, ich mache bildliche Vorstellungen draus. Ja. Verstehst du den Unterschied? Ja. Das ist, wenn ich immer so auf die Kollektion, die ich beschreibe, wenn ich zum Beispiel von einer Wohnung spreche, habe ich verschiedene Facetten. Und die Frage zu stellen, ist jetzt eine Wohnung ein Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Badezimmer oder Klo, ist eine dumme Frage, eine geistlose Frage. Ich kann wissen, was eine Wohnung ist, aber ich kann kein Bild von der Wohnung machen, ohne zwangsläufig, ich kann nicht einmal eine Wohnung von einem Zimmer machen, wenn ich immer sage, du hast noch nie deine Küche gesehen. Weil wenn du was siehst, siehst du in deinem Bewusstsein eine Information. Wenn ich sage, zeig mir deine Küche und wir schauen jetzt ganz bewusst die Information an, die dann in dir auftaucht, dann siehst du ein Herd, du siehst ein Fenster, du siehst den Kühlschrank, was auch immer, du siehst eine Tür, aber diese Dinge, die du siehst, sind doch nicht die Küche. Es sind Bilder, die in der Summe aller möglichen Bilder das Wort Küche ergeben als Kollektion. Genau. Tausendfach erklärt, es muss wirklich hundertprozentig sicher verstanden sein. Ja.
Die Hubis, göttliche Hulu-Feeling-Lehre, ist nicht einseitig richtig, sondern apodiktisch allumfassend. Das heißt, Hulu-Feeling ist das göttliche Summa summarum aller ausgedachten menschlichen Glaubenssysteme. Physikalischer Glaubenssysteme, ich erkläre dir, wieso du glaubst, du bist die Welt dieser Scheibe oder dieser Kugel oder dieser Hohlkugel oder dieser Matrix, egal was du glaubst. Ich erkläre dir, wieso welche glauben, dass Jesus gekreuzigt wurde und andere glauben, dass er nicht gekreuzigt wurde und welche glauben, dass es nie einen Jesus gegeben hat. Es sind Glaubenssysteme, es ist anerzogenes Wissen, das verwirklicht wird und dann wird gestritten. Um etwas, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Damit wird mit Holofeeling komplett aufgeräumt. Wir haben nämlich immer wieder die schöne Sache mit dem Märchen. Märchen und Sprichwörter. Ihr seht alle des Kaisers neue Kleider. Es ist eine erschreckende Erfahrung, wenn einem als langsam wach werdender Geist bewusst wird, dass alles, was mein hier und jetzt ausgedachtes Leben, ich sage über 99% von dem Zeug, was für dich, was du immer nur jetzt denken kannst, was du ein ausgedachtes Leben lang als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen hast. Ich nenne das Geschwätz vom Zweiten, deiner Lehre, das Geschwätz deiner Lehrer, deiner Erzieher, deiner Umwelt, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Die Erkenntnis, in einem Wahn zu leben, den man in seinem Kopf selbst aufgrund von blinden Glauben verwirklicht. Das ist die Quelle von Leid. Und das Schöne, das Gerechte dabei ist, der Einzige, der leidet, ist der, der sich das ausdenkt. Gedanken von dir können nicht leiden. Du kannst dir denken, dass Gedanken leiden. Ich sage jetzt immer wieder, jetzt nimmst du einen Hammer in die Hand und dann haust du auf den Tisch, den du dir ausdenkst. Und dann haust du auf das, was du sagst, das ist meine linke Hand, wenn du Rechtshänder bist. Was passiert dann? Es wird das passieren, was du glaubst, das passiert. Du wirst einen riesen Schmerz verspüren, wenn du kräftig drauf hast. Aber den Schmerz spürt nicht die Hand, die du dir ausdenkst. Die Hand, die du dir ausdenkst, die spürt genauso viel wie der Tisch, den du dir ausdenkst. Du spürst es. Es kommt so ein elementarer Satz, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und mit dem rede ich zurzeit. Jetzt träumst du hier vom Computer zu sitzen und dir dieses Video anzuhören. Du denkst jetzt an Udo aus, eine Ariane aus, andere Menschen aus, aber das sind alles vergängliche Erscheinungen. Das sind existierende Sachen, die nur existieren, wenn du sie denkst. Wo war jetzt die ganze Zeit, wenn du aufmerksam zugehört hast, der Gedanke an die Ariane oder an den Udo? Ja, der war doch da, ich habe ihn doch die ganze Zeit gehört. Nee, was du hörst, ist dann ein ausgedachter Lautsprecher, der ist auch ausgedacht. Den legst du dir auch in irgendeine Kiste rein. Den siehst du jetzt nicht. Den kannst du jetzt auf deine Verabredung, wenn du die Kiste zerlegst, wo du sagst, da ist der Lautsprecher drin, dann wirst du so ein kleines Schwingsystem entdecken. So wie du meinst, wie ein Lautsprecher ausschaut. Was du dir denken kannst, steht und fällt letzten Endes mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist dein Schwamminhalt, wie ich das nenne. Und da geht es jetzt dann mit dem Brief los und jetzt beobachte dich einmal bewusst selbst, welche Vorstellungen, das heißt, welche zwanghaft logischen Interpretationen und Gedankengänge die folgenden Worte in dir auslösen. Und das ab hier beginnt jetzt dann ein, jetzt mache ich eine Zukunft, das wird aber jetzt in dir auftauchen, diese von dem Bleinfeld-Vortrag. Ich rede jetzt wieder normal raumzeitlich. Es kommt aber immer aus dir, da war nie was in der Vergangenheit. Du hast deine komplett eigenständige Welt. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. So, da haben wir jetzt dieses Vorwort dazu gemacht. Jetzt gehe ich einmal ganz kurz, mache ich hier das Bild einmal, dass wir mal uns wieder was Schönes anschauen, meine Ariane. Zumindest auf der halben Seite. Und ich schaue jetzt einmal ganz, ganz kurz. Ich will da nochmal wo drauf einsteigen, ob ich das auf die Schnelle finde. Dann machen wir das so. Das ist gut. So. Und zwar schalte ich dort das nochmal ein. Mit Audiodateien, dieses letzte Update, das vorletzte, dass du feststellst, dass das wirklich überall im Detail schon mit drin ist. Das ist hier, wenn man das anschaut, hast du geistesfunk aufmerksam zugehört?
Siehst du, man immer wieder, Geist ist E-Quadrat und der hört, nur dieser Geist hört. Die folgenden Worte beschreiben seit Menschengedenken. DN, geöffnete Existenz, ist das Fundament. F unda, Lügen verbreiten, überlegen, lateinisch, exakt den geistlosen Mechanismus. Ani, das blaue Ich, ja. Hebräisch. Mech, Gehirn, ein Gehirn-Ich. Es ist ein Computerchip. Ja. Es ist immer wieder, ob ich sage, ob du, ich wiederhole immer dieselben Sätze. Wenn du wirklich verstanden hast, dann ist das komplette materielle Weltbild vom Tisch. Ob du jetzt an einen Computer denkst mit einem Computerchip und an einer Software oder du denkst an einen Menschen. Es ist dasselbe. Ja. Körper ist Gehäuse, Computerchip ist Gehirn, Software und Daten ist der Intellekt. Mhm. Und das bestimmt letztendlich, was du dann zu sehen bekommst. Mhm. Und setze ich dich ja öfter als Computer. Alle normal normiert intellektgesteuerten Menschenaffen, die sich gegen alles wirklich Neo-Neue von ihre tierisch nachgeäfften Affen logisch, unlogisch erscheint, völlig unbewusst aufbegehren. Du regst dich über alles auf, was du nicht kennst. Die Identifizierung des roten Adam, das ist der Geist, der du bist, dieser träumende Geist. Adam, Sieger wie Nikoba, Denker und Ausgedachtes gleichzeitig. Du bist übrigens nicht dieser ausgedachte rote Adam, sondern du bist jetzt der, der sich einen Adam, einen träumenden Geist ausdenkt. Das ist übrigens auch Jahwe, dasselbe Wort. Wenn man es genau anschaut. Tausendfach erklärt, Selbstgespräche studieren. Mit seinem blauen Ani-Ego, das ist dein Intellekt, führt zu einer falschen Weltbild. Wie muss man das lesen? Man muss sich Zeit lassen für die Worte. Ich lese es einmal flüssig durch und dann erkläre ich es. Die Identifizierung eines roten Adam, eines Gotteskindes mit seinem blauen Ani-Ego, führt zu einer falschen Weltbild. Das ist jetzt einer falschen Welt. Die heißt Brandopfer, ein Auf- und Abschwingen. Mhm. Bild, rot geschrieben, heißt im Kind, im Gotteskind. Das heißt im Adam. Darum kannst du auch lesen, zu einer falschen Welt im Adam oder einer falschen Welt. Mhm. Einer trügerischen, falsch ist Falle. Immer dran denken, die Welt ist das, was der Fall ist. Tractatus Logicus von Wittgenstein lesen, den wir uns jetzt ausdenken. Jetzt ist natürlich, wenn du Wittgenstein nicht kennst, kannst du dir den nicht ausdenken. Wenn du jetzt Philosophie studiert hast, dann weißt du natürlich ganz genau, Wittgenstein, Tractatus Logicus, erster Vers, erster Satz, erste Behauptung, die Welt ist alles, was der Fall ist. Und das Wort Fall, Faller kommt von der Falle. Da kommt das Wort falsch her. Mhm. Diese falsche Welt, Beelet im Adam, kann durchaus verändert werden. Doppelt aufgespannte, erweckte Urteile. Wenn du Plus und Minus 1 machst und du machst aus deiner Einseitigkeit eine komplette Welle. Das ist automatisch der Fall, wenn dein Geist sich erhebt. Dann wirst du nicht mehr sagen, Hell und Dunkel wechselt sich ab, sondern dann weißt du ganz bewusst, ich habe zurzeit als Denkgrundkonstruktprogramm die Vorstellung eines heliozentrischen Weltbildes und dann sehe ich, wenn die Erde von der Sonne angestrahlt wird, dass Hell und Dunkel gleichzeitig ist. Und selbst wenn sich die Erde dreht um die eigene Achse oder um die Sonne rumdreht. Es wird immer eine Seite hell sein und eine Seite dunkel sein im selben Moment. Hell und dunkel wechseln nicht ab für den, der sich das ausdenkt. Nur für den, der glaubt, er ist ein Affe auf der Erdkugel, die er sich selber ausdenkt. Das ist hundertprozentig sicher. Es kann also durchaus verändert werden, wenn der rote Adam sich seiner selbst bewusst wird. Wir öffnen, wir sind dann eins. Und da springe ich jetzt hier, da geht es eigentlich darum, dass die Krankheiten, dass jetzt wieder so ein Paradigmawechsel ist, dass es keine Erreger und so gibt, das ist wissenschaftlich hundertprozentig bewiesen, es gibt bloß eine riesen jetzt ausgedachte Struktur, eine Elite, die immer den Zustand aufrechterhalten will. Das ist ein Grundprinzip, wenn du jetzt deine jetzt ausgedachte Vergangenheit an Geschichtsbüchern studierst, wirst du feststellen, dass die klassische Wissenschaft, egal in welchen Bereichen, immer Wissensverhinderer war. Und das hören wir uns ganz kurz nochmal an, das kommentieren. Die Identifizierung des Menschen mit einem falschen Selbstbild, dem Ego, führt zu einem falschen Weltbild. Die Identifizierung des Menschen, das ist jetzt was, ist gleich vorneweg. Diese Behauptungen, die jetzt hier auftreten, sind immer noch Materialismus. Alles, was ihr hier beschreibt, ist schon immer passiert. Das ist der Paradigmenwechsel, wobei das Wesentliche niemals angegriffen wird.
Es ist immer das Nächste, was dann gesetzt wird, ist wieder materialistisch. Es Ja. ist wieder materialistisch. Den eigentlichen Kern der Heiligen Schriften, der wird hier überhaupt nicht verstanden, was Geist ist. Geist wird auch hier ignoriert. Ja. Die Identifizierung des Menschen mit einem falschen Selbst, das ist das blaue Selbst, mit dem Ego, das ist das Ani, A-N-I, der schöpferische Existenz eines Intellekts. Das ist das Computerprogramm, das ist dein Schwamminhalt, der dir aufzwingt zu glauben, ich bin ein sterblicher Trockennasenaffe. Nochmal, du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, du wurdest niemals in der Vergangenheit geboren und du wirst in der Zukunft nicht sterben. SD-Erben tust du hier und jetzt in einem ständigen Wechsel. Dein Körper ist nicht dieses Einzelding, das du jetzt mein Körper nennst, sondern dein Körper ist deine ständig wechselnde Information, das ist deine Traumwelt, das ist die nächsthöhere Ebene. Und in dem Moment, wo du Geist dich mit diesen Menschen, mit dem falschen Selbstbild verwechselst, führt es zwangsläufig zu einer falschen Welt. Immer falsch ist die Falle. Die Welt ist das, was der Fall ist. Du steckst in einer Falle fest, du stehst auf den Gleisen deiner Logik und du kommst nicht raus, solange du nicht deine Logik gewaltig erweiterst. Okay? Ja. Wir hören es uns nochmal an. Die Identifizierung des Menschen mit einem falschen Selbstbild, dem Ego, führt zu einem falschen Weltbild. Das falsche Selbstbild beinhaltet immer dran denken. Hebraisiert mit der Vatersprache heißt es im Kind. Ja. Und er heißt erweckt, im Kind erweckt. Du bist ein Gotteskind, nicht irgendein ausgedachter Kinder und Menschen und trocken Gedanken, die existieren, verschwinden schon, wenn du sie nicht mehr denkst. Mach dir bewusst, das, was ich dir jetzt erzähle, ist hundertprozentig sicher. Es ist vollkommen unmöglich, irgendwas Existierendes länger am Leben zu halten, wie du es denkst. Es ist immer, schau auf das kleine Bild, auf den Udo. Eine Sekunde, 1000 Jahre. Beides existiert immer nur, wenn du es denkst. Ewigkeit. Ewigkeit ausgedacht existiert so lange, wie du an Ewigkeit denkst. Wenn du nicht mal an das Wort Ewigkeit denkst, ist es wieder weg. Was ist die Ewigkeit als Ding an sich? Nichts. Ein ausgedachtes Nichts, dieses Geräusch ist nicht nichts. Das sind so simple Beispiele. So, und jetzt denk an die rechte Hand, jetzt denk an deine rechte Hand, halt die rechte Hand kurz vor die Hand, vor das Gesicht, das du dir jetzt auch ausdenkst übrigens. Schau die rechte Hand an und jetzt halt die am Leben. Wo war die, bevor ich gesagt habe, jetzt denk an deine rechte Hand und halt sie dir vor dein Gesicht. All die Sachen, die ich jetzt ausspreche, auch dein Gesicht, entsteht in dem Moment, wo du dran denkst. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Genau. Du brichst das zweite Gebot, du lebst in dem Wahn, dass du meinst, diese Informationen, diese Gedanken werden existieren auch dann, wenn du nicht mehr dran denkst. Sie sind ja noch da, auf der Datei. So wie wenn du einen Film anschaust. Und wir denken uns jetzt, gezielt die Datei, dann existiert die Datei, die übrigens nicht existiert, wenn du nicht an sie denkst. Ja, aber wenn ich doch einen Film anschaue, muss die doch da sein, sonst könnte ich den Film ja nicht sehen. Das ist richtig, aber sie existiert nicht. Sie ist im Hintergrund wie in einem Arbeitsspeicher. Auch der Arbeitsspeicher, den du dir jetzt ausdenkst an deinen Computer, hat die ganze Zeit nicht existiert. Der war da, rot geschrieben, aber er hat nicht existiert. Das ist das Nihilo, in dem sich alles befindet. Creatio ex nihilo, die Auswahl aus einem nicht denkbaren, allumfassenden Kontinuum, das ist Gott. Das bist du selbst. Zumindest, wenn du ich bist. Und ich behaupte ja, dass ich du bin. Ich bin das, was du wirklich bist, weiter im Kontext. Dieses kann verändert werden, wenn der Mensch sich seiner selbst bewusst wird. Das heißt, du kannst alles verändern, wenn du zuerst einmal dir deiner selbst, und jetzt schon das Wort Mensch, solange du bei dem Wort Mensch an deinen Körper denkst oder an dein Menschenleben denkst, was ja keiner macht, das kommt ja erst mit Holofeeling, diese simple Erklärung, dass ein Mensch als Ding an sich was anderes ist wie ein ausgedachter Körper. Ein Körper ist eine Facette aus dem Menschen. Der Mensch ist ein Menschenleben. Ich sage immer ein Computerprogramm, ein Videospiel. Und alles, was auf dem Bildschirm auftaucht, gehört, ist dieser Mensch. Ein reines Konstrukt wäre ein Interpretationsprogramm, das dir dann übrigens aufzwingt, dass du sagst, ich bin bloß von den vielen menschlichen Körpern, die ich mir ausdenke, bin ich bloß der aktuelle Körper, der jetzt vom Computer sitzt, wenn ich an mich denke. Und alles andere bin ich nicht. Der Mensch ist das Programm, aus dem alles entspringt. Ob du an einen Einstein denkst, an ein heliozentrisches Weltbild denkst, an Scheiben denkst, an Rumpelstützchen denkst, all das entspringt aus dem, was ich Mensch nenne. Die ganzen anderen Menschen, das sind nur Definitionen an wissenschaftliche Bücher, an Märchenbücher, an Geschichtsbücher, an Krimis.
Wo du genau dann definierst, wo du sagst, sobald du definierst, du hast ein Buch in die Hand und du sagst, es ist ein wissenschaftliches Buch, dann war das in der Vergangenheit so. Wenn es ein fiktiver Roman ist, dann war es nicht so. Aber du schaust doch immer nur ein Fetzen Papier mit Farbspritzer drauf an oder auf einem Monitor. Das ist das, was ist. Das erkläre ich dir mit Holofeeling. Den Rest konstruierst du mit deinem Intellekt. Das bringe dich, diese Videos bringen da kein bisschen weiter. Es ist alles richtig, was er sagt. Aber schon das Wort Mensch, was löst das Wort Mensch in dem Zuhörer aus? Den Gedanken an einen Trockennasenaffen. Das ist kein Mensch. Der rote Mensch ist der Geist, der Welt verwirklicht. Darum sage ich immer mit Holofeeling, tausendmal hast du das gehört. Ich erkläre dir zuerst einmal, was du bist. Das hier. Wer oder was bist du? Selbst. Und was sind die von dir? Dir, Fragezeichen? Meinst du, dein Gehirn kann sich was ausdenken? Ein Gehirn, das gar nicht existiert, wenn du nicht dran denkst? Merkst du nicht die Falle, diese Identifikation mit diesem tierischen Körper, wo du meinst, mich gibt es ja bloß, wenn der Körper da ist, der aber die meiste Zeit doch gar nicht existiert, wenn du nicht an ihm denkst? Im wahrsten Sinne des Wortes, nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Du bist immer, nicht irgendein Gedanke von dir. Weiter im Kontext. Ja. Dann ist es möglich, dass sein Selbstbild mit seinem wahren Selbst übereinstimmt und das Ego seine verdienstvolle Aufgabe bestens erfüllen kann, die ihm selbst angelegte Lebensaufgabe zu verwirklichen. Die selbst angelegte Lebensaufgabe. In der Esoterik gibt es die Sache immer, wenn du in einen neuen Traum inkarnierst, suchst du dir aus, was du lernen willst. Da ist auch ein Quäntchen Wahrheit dran. Ein kleines Quäntchen Wahrheit. Aber letztendlich suchst du dir gar nichts raus. Es wird bestimmt. Erinnere dich an unseren Jahren, die einzige Freiheit, die ich habe, ist erkennen zu dürfen, dass ich als Mensch überhaupt keine Freiheit habe. Welche Freiheit hat irgendwas Ausgedachtes? Alles, was ausgedacht wird, und wir lassen jetzt einmal vollkommen offen, wer sich das ausdenkt. Alles Ausgedachte wird immer genauso sein, wie es ausgedacht wird. Es ist ein Dasein müssen als Ausgedachtes. Das heißt, was in einem Traum auftaucht, ist ein Dasein müssen, egal an was gedacht wird. Und ich sage jetzt immer, setz dich zuerst als träumenden Geist, der jetzt auch was Ausgedachtes ist. Darum kann ein träumender Geist sich nicht raussuchen, was er träumt. Bestimmen du das letzten Endes der Maler. Der Einfallspinselbeispiel. Dieses Mal heißt von Gott erweckt. M von all, aus dem Nichts, vom Nichts. Aus Gott, was ja all ist, ja auch das Nichts, von Gott, vom geistigen Nichts. Mal und dann kommt er. Augenblick berechnet. Genau. Von Gott erweckt. Die augenblickliche Berechnung. Wobei dieses R alleine erweckt oder erwacht schon diese Sache. Jetzt kriegst du einen Feind, einen Gegner, Gag, ne? Nicht negativ. Das ist Gag. Gag, Gag, das Ausgedachte. NR, existierend erweckt, können wir uns gleich nochmal anschauen. Aufgeweckt, erwacht. Da haben wir immer doppelt aufgespanntes Eck. Wach, wach werden. Und das ist jetzt NR, die existierende Augenblick, der berechnet wird. Und jetzt kriegst du hier zuerst einmal den Knaben, den Knecht. Das Brillen eines Esels. Das ist das Gotteskind, das in einem gewissen Maß existierend erweckt, sich mit einem dummen Esel verwechselt. Genau genommen mit einem Affen. Wobei, wenn du jetzt das hebräische Wort für Esel nimmst, wirst du feststellen, dass das Wort hast Materie. Es ist sehr interessant, weil du ja glaubst, du bist diese Materie, die du deinen Körper denkst. Ja, ich glaub's. Ja. Siehst du? Eseltreiber. Chemo, da kriegst du jetzt dann hier den Esel, die Unterformen, wenn du magst, und du hast immer die DR-Eck, die geöffnete Generation in einem Eck. Das ist die hebräische Übersetzung jetzt. Der Kot, der Esel, in einem Rauschstrang leben. Der Rausch ist der Materialismus, die Religion. Der Rausch, der Rausch ist dein Glaube, in dem du lebst, den du verteidigst. Auf Teufel komm heraus. Chema, Materie, Stoff, Strenge, Schwere, Ernst. Man ist ein Chemor, wenn man sich selbst als ein Chema, als sterbliches Säugetier betrachtet, obwohl man Geist ist. Chema, da kommt das Wort Chemie her, ist rein zufällig der Grundstoff, auf dem ich OB in der Genesis symbolisch den Körper des Menschen gemacht habe. Sehr tief.
weiter im Kontext. In diesem Fall ist eine Identität zwischen Selbst und Selbstbild, Ego, gegeben. Bei einer Identifizierung mit einem falschen Selbstbild macht der Mensch seinen Selbstwert fälschlicherweise davon abhängig, dass niemand erkennt, dass er nicht mit seinem Selbst übereinstimmt. Das ist abhängig. Wenn du an was hängst, hängst du an mir. Wenn ich jetzt von mir rede, meine ich natürlich nicht den Udo, den du dir ausdenkst. Ich sage immer, du wirst immer mehr ahnen, wer jetzt eigentlich zu dir spricht, wenn du diese Stimme hörst, ob das ein Lautsprecher ist. Und nochmal, ein Gedanke ist niemals Gott, auch kein ausgedachter Udo Petsche. Ich bin jetzt eine Figur, die von dir ausgedacht wird. Du musst in die andere Richtung gehen, du musst in die andere Richtung denken. Ich bin der, der ich bin und der ich schon immer war. Aber was ich dir versuche zu erklären, dass ich eigentlich du bin. Der Denker ist mehr als ein Gedanke. Beides ist aber was Ausgedachtes. Und du denkst dir jetzt den Udo aus. Du denkst auch dich selbst aus und die Ariane aus, wenn du an die Ariane denkst. Und du denkst jetzt den Computer vor dir aus. Du denkst dir Weltkugel aus. All die Sachen existieren immer nur, wenn du sie denkst. Und dieser Denker, den ich jetzt du nenne, ist in dem Moment auch was Ausgedachtes. Du wirst merken, da ist immer noch mal einer drüber, egal was du machst. Ein träumender Geist ist was Ausgedachtes. Wer denkt sich jetzt den träumenden Geist aus? Ja, ich. Also gut, ich denke an und ich denke mich, ich sei ein träumender Geist. Und wer denkt sich dieses Ich aus? Ja, ich. Da muss ja einer da sein, der sich dann ein Ich ausdenkt, der sich sagt, ich bin ein träumender Geist. Das ist der Weg, den ich dir weise in dieses Nihilo. Zurück in diese absolute Einheit, die im Meer ist, aus der alle Gedankenwellen entspringen. Und wenn ich sage, da kannst du nichts mitnehmen, ist es eine einseitige Aussage, du wirst alles mitnehmen. Alles, was du dir bisher ausgedacht hast und was du dir noch ausdenken hast, befindet sich nämlich dort. Aber in Form eines Kontinuums, eines lückenlosen Zusammenhangs in einer absoluten Einheit, die nicht existieren kann, weil es eben die absolute Einheit ist. Dass also in ihm etwas nicht stimmt. Wird durch Lebensumstände, Krisen und Herausforderungen sein falsches Selbstbild in Frage gestellt, wird der Mensch jede nur mögliche Abwehr dieser Erkenntnis vor sich selbst und anderen aktivieren. Der Mensch fürchtet, dass die Selbsttäuschung erkannt wird und er dann in seinem Wert entwertet wird. Das ist das große Problem mit Holofeeling, weil Holofeeling nimmt dir alles weg. Das zieht dir, wie ich immer sage, den Boden unter den Füßen weg. Es erklärt dir, dass du das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, nicht bist. Dass alles, was du dir ausgedacht hast, auf Lügen aufbaut, auf geistlos nachgeäfften Wissen. Und dann wirst du aggressiv werden, dann wird es zu einem absoluten Feindbild. Und ich sage nochmal, wenn du wüsstest, wie oft mich das schon in der Personifizierung das Leben gekostet hat, weil ich versucht habe, Menschen das zu erklären. Jetzt sage ich als Brüssel Udo in deinem Traum, die Menschen gehen mir sowas am Arsch vorbei, die haben es nicht anders verdient. Wobei die das ja gar nicht mitkriegen, weil es Gedanken sind. Es geht um diese Facetten, die nicht loslassen wollen. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ewig. Wenn du mich sprechen hörst, ein Gedanke, egal an wen du denkst, wird mich nicht sprechen hören. Weder eine Ariane, noch ein Udo, noch ein Jahr, noch sonst irgendjemand, nur du. Du bist der Einzige, wenn du zu einem unpersönlichen Leben geworden bist, das sich über bzw. unter dem befindet, was du Leben nennst. Immer wieder die Frage, wo du die Quelle hinsetzt. Wenn du den Gott in den Himmel hochsetzt, die Quelle einseinst, wird dir was einfallen als Brösel. Und wenn du das El Hayom wirklich nimmst, dann taucht was in dir auf. Aber genau genommen bist du immer die Mitte. Du all, als Nichts, als ein absolutes Nichts, weil du ich bist. Das ist, Gedanken sind es nicht wert, für längere Zeit am Leben erhalten zu werden. Sie sind so lange gut, solange sie ihren Sinn erfüllen, dass du was lernst. Und wenn das durchschaut ist, wenn dein jetziges Leben durchschaut ist, der Mo hat seine Schuldigkeit getan, dann lass ihn wieder in dich reinfahren. Was übrigens dein jetzt ausgedachtes Leben als Zeitspanne schon immer passiert ist. Wo ist das Kindergarten-Vorschulkind, das du angeblich einmal warst, das aber jetzt ist, weil du dich als einen kleinen Trockennasenaffen denkst? Wo ist das Schulkind, das du jetzt denkst, wenn du an dich denkst? Wo ist der Jugendliche, der existiert, wenn du ihn denkst, wo du sagst, das war ich? Das warst du nie, das warst du auch jetzt. So wie die Bilder in einem Film immer bloß jetzt auftauchen können, aber der ganze Film, das ganze Leben gleichzeitig auf einer tieferen Ebene im Arbeitsspeicher ist. Ganz einfaches Deutsch. Und du kannst nur beobachten, was da in dir drin ist, das sich massiv wehrt, das wahrhaben zu wollen. Und das ist die Quelle für Leid. Nochmal, Gefühle, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt, niemals irgendein Gedanke, egal an was du denkst. Also du kannst ohne Probleme mit der
voll mit dem Hammer auf irgendeine Hand oder auf dein Knie draufhauen. Wenn du begriffen hast, dass das nur eine Information ist, hast du keine Schmerzen. Es ist nicht anders, wie wenn du auf einen Stein oder auf einen Tisch draufhaust. Und dann kannst du probieren, ob du dich schon gekoppelt hast von dieser zwanghaften Logik. Solange du noch Schmerz empfindest bei solchen Sachen, wenn du dich jetzt in die Hand zwickst, Ja. ist Schmerz, läuft dieses Programm noch. Du hast noch kein neues Programm. Ich sage immer, Holofeeling ist wie wenn du jetzt liest im Internet für deinen Computer, du bist der Computer und du kriegst es aus dem Internet die Möglichkeit, vollkommen kostenlos ein neues Programm herunterzuladen und du bist neugierig, weil das so super toll, die Möglichkeit super toll beschrieben ist, was man mit dem Programm machen kann und du lädst es herunter auf deine Festplatte. Dann läuft es nicht auf deinem Computer, du musst es installieren. Holofeeling muss auch installiert werden. Und erst wenn dieses Holofeeling, das H, dass dein jetziges Programm, dein primitives Programm darstellt, dieser Buchstabe H, ausgetauscht wird durch dieses größere Programm, das Wort Haus. Erst dann, wenn das installiert ist, läuft das neue Programm. Dann bist du jenseits von Gut und Böse. Gut und Böse, genau genommen jenseits, befindet sich in der Mitte. In dem Nihilo, aus dem alles entspringt. Weiter. Typischerweise erfolgt die Abwehr dieser vermeintlichen Entwertung in drei Phasen. Phase 1, ignorieren. Phase 2, lächerlich machen. Phase 3, bekämpfen. Das ist jetzt eine Stelle, die extrem wichtig ist, mit dem, was du jetzt konfrontiert. Ständig, egal wer du zu sein glaubst und allen voran, wenn du jetzt dich schon länger mit Holofeeling beschäftigt hast und anfängst, du müsstest in deinem Wahn, obwohl ich immer wieder darauf hinweise, werde nimmer müde, das zu erklären, wenn eine Figur in dir auftaucht, die Interesse zeigt, Interesse dran zeigt. Aber hör auf, irgendein Wort zu sagen, wenn du merkst, es will er nicht hören oder der ist in diesem Schema, dass das Selbstwertgefühl sich angegriffen fühlt, dann kommst du genau in dieses große Problem. Hör mal genau zu jetzt, dieses Ignorieren, lächerlich machen. In der Psychologie ist dieser Mechanismus unter dem Phänomen der kognitiven Dissonanz bekannt. Oft haben Menschen einen sehr starken Glaubenskern, das heißt ein sehr verfestigtes Weltbild, das ihnen Halt geben soll. Das sind alles Fanatiker. Egal, ob du ein religiöser gläubiger Mensch bist, ein esoterisch gläubiger Mensch bist oder allen voran die Naturwissenschaft. Du lebst in dem Wahn, dass du glaubst, das, was du geistlos nachäffst, dass das richtig ist. Darum betone ich immer wieder, Holofeeling ist weder ein geistlos nachgeäfftes religiöses Geschwätz noch ein geistlos nachgeäfftes esoterisches Geschwätz. All die da in dir auftauchen, wenn die den Mund aufmachen, ich sage dir genau, welche Bücher sie gelesen haben und welchen Glauben sie anhängen. Und allen voran die vollkommen geistlose Naturwissenschaft. Es sind Äffchen, die nachäffen. Und diese Programme finden sich massiv angegriffen mit Holofeeling, zu Recht, weil das wird komplett eliminiert und dann doch wieder nicht, weil ich ja sage, es ist ganz wichtige Einzelteile. Weißt du, das ist wie der Wahn, wenn du glaubst, ich sage jetzt einmal, du bist der Kabelstecker, aber du meinst, du bist das Auto. Und du weißt vom Auto überhaupt nichts. Du bist ein wichtiger Teil, dass das Auto funktioniert, aber der Kabelstecker hat ein Nichtwissen über das, was das ganze Auto ausmacht. Ja. Religiöse Menschen, die Katholiken, die Protestanten, die Zeugen Jehovas, die ganzen buddhistischen Strömungen, die ganzen muslimischen Strömungen, allen voran dann die Naturwissenschaft. Ihr lebt in einem Nichts von Wissen, eine Schimmelpilzkolonie von Wissen und ihr meint, ihr wisst etwas und streitet um eure Einseitigkeiten. Die Demut, sagst du mal, wissen, dass jede Wissensvorstellung, die in dir auftaucht, wie ich sage, jedes andere Denk- und Glaubenssystem, nur andere Perspektiven von dem Heiligen Ganzen zeigt. Dass alle Religionen unheimlich wichtig sind. Und die Sekten sind genauso wichtig in den Religionen. Da bin ich so oft drauf eingegangen. Das ist wie Sinnesorgan. Ich könnte mal sagen, wir machen mal Folgendes, dass wir eine Religion machen wir mal. Ich sage ganz einfach, Religionen werden in einem gewissen Maß verschiedene Zimmer. Und ich sage jetzt, eine Religion ist die Küchenreligion. Dann ist zum Beispiel eine Sekte. Wir sagen, das wäre das Christentum. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, die Katholiken sind der Herd und die Zeugen Jehovas sind der Kühlschrank. Ist alles sehr sinnvoll in der Küche. Widerspricht sich aber komplett. Kannst du ungefähr folgen? Super Beispiel, klar. Das ist das, so musst du das sehen. Das bringt dir Holofeeling bei. Und wenn du nicht zuhörst, wenn kein Geist da ist, ist nur, das ist der erste Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, dann wird es lächerlich gemacht. Das ist alles, was du denkst, ist so, wie du dir es denkst. Selbst der menschliche Körper, der Trockennasen auf dem Körper, ist ein Konstrukt. Stell dir vor, du arbeitest jetzt bei einer Firma, die Videofilme macht, computeranimierte, wie in Shrek und so weiter. Ich kann doch
die Form dieser Figuren komplett austauschen. Jetzt, das kann man 3D machen. Ich kann die dann aufschneiden. Wenn du den Schreckkörper aufschneidest, kann ich zwei Herzen reinmachen. Es ist deine Vorstellung von Medizin, wie die funktioniert. Bau da Holo Feeling auf. Hat nichts mit einer unabhängig von deinem Glauben existierenden Welt da außen zu tun. Auch die ganzen Naturgesetze nicht. Die Quelle ist das Programm. Der Halt im Leben wird dann nicht vom Selbst des Menschen getragen, es mangelt an Selbstvertrauen und die Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit der äußeren Welt ist dann gestört. Es mangelt an Selbstvertrauen. Es ist sehr wichtig, dass man diesen kleinen Satz versteht. Kommen wir ganz kurz noch mal ein bisschen rein. Es mangelt an Selbstvertrauen. Das heißt, dein eigenes Selbst, den ich das jetzt erzähle, du hast komplett vergessen, wer du bist. Du bist der Einzige, der immer ist in deinem Traum. Dein ganzes Leben warst du immer dasselbe rote Ich. Ich sage, der Leser des Buches, wenn der anfängt, sich mit der Figur zu verwechseln und in diesen Traum hineinfällt und sich personifiziert wahrnimmt, ist er in der kompletten Selbstvergessenheit. Es gibt dann auch eine Selbstheilung. Du brauchst keine Ärzte und keine Pharmaindustrie. Wie definiere ich heilen? Wenn was zerbrochen ist, in dem Moment, wo das wieder geheilt wird, wird es wieder verbunden. Das ist die Heiligkeit, befindet sich in diesem Nihilo, in diesem, aus dem du alles herauswälzt. Denk wieder an die Creatio ex Nihilo. Das ist ein, du wälzt von Augenblick zu Augenblick mit deiner Logik einen neuen Augenblick aus. Das sind immer deine Entscheidungen, die eigentlich keine Entscheidungen sind. Mache ich das oder mache ich das? Damit bestimmst du schon die nächste Zukunft, die auf dich zukommt. Hat nichts mit Zukunft zu tun, weil es sind ja immer nur ständig wechselnde Bilder. Hör dir die Selbstgespräche an. Verfestigtes Weltbild, das ihnen Halt geben soll. Der Halt im Leben wird dann nicht vom Selbst des Menschen getragen. Nicht vom träumenden Geist. Das ist der Verbinden. Was ist da alles verbindende Parameter für die Welt, die du dir ausdenkst? Egal, was du denkst. Soll ich nochmal sagen, was hat der Känguru in Australien, der Neandertal in der Steinzeit und der Alphedon gemeinsam? Zuerst einmal den, der sich das jetzt denkt, weil das sind seine Informationen aufgrund der Worte, die du jetzt gehört hast, wenn du dir das denkst. Und es ist nur, solange du das denkst. Und egal, was du denkst, es wird dort sein, wo du dir es hindenkst, obwohl es letzten Endes, letzten heiligen Endes, immer hier und jetzt nur eine Information ist. In deinem roten Kopf. Die Sonne, die ganzen Galaxien, die jetzt nicht existiert haben, erst nachdem du die zu denken anfängst, beginnen die in deinem roten Kopf zu existieren. Das ist hundertprozentig sicher. Mangelt an Selbstvertrauen und die Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit der äußeren Welt ist... Die Auseinandersetzung mit der äußeren Welt, da außen gibt es keine Welt. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ist dann gestört, es mangelt an Selbstbewusstsein, sodass die Selbstsicherheit mangelhaft ist. Je schwächer das Selbstbewusstsein und je größer die Differenz zwischen wahrem Selbst und Selbstbild, desto stärker ist die Anklammerung an das Weltbild und seine Verfestigung. Wenn sie mit einer Offensichtlichkeit konfrontiert werden, die der Überzeugung entgegenwirkt. Mit einer Offensichtlichkeit, das ist nur ich rede von dem, was offensichtlich ist, hier und jetzt sofort überprüfbar. Ich sage, wenn du nicht an deinen Körper denkst, existiert dein Körper nicht. Ich rede mit dem Geist, der sich alles ausdenkt. Jetzt ist das natürlich nicht offensichtlich, weil eine Nicht-Existenz ja nicht offensichtlich ist. Auch darauf gehe ich drauf ein. Es ist aber offensichtlich, dass wenn du jetzt an irgendwas denkst, jetzt kann ich wieder sagen, schnipp, und jetzt schau auf die Tastatur vor dir, vorausgesetzt, du sitzt jetzt am Computer und hast nicht unbedingt dein Handy in der Hand, das spielt aber keine Rolle, das Prinzip bleibt gleich, und schau jetzt irgendeinen ganz bestimmt eine Taste an. Wo war die ganze Zeit? Wo war überhaupt die Tastatur, wenn du aufmerksam zugehört hast? Es existiert in dem Moment, wo du es denkst oder wo du es anschaust. Jetzt könnte ich wieder sagen, schau zur Tür, wenn du daheim bist, in deinem Zimmer, Z im Meer, die Geburt im Meer, und schau die Türklinke an. Wo war die ganze Zeit? Die hat nicht existiert, bevor du sie nicht zu einer Information von dir gemacht hast. Und jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Du sollst dir nur mit Holofeeling nur bewusst machen, was du glaubst. Du glaubst, du bist dir hundertprozentig sicher, dass all die Sachen da außen sich befinden, außerhalb von dir, auch wenn du nicht dran denkst und dass du nicht im geringsten damit zu tun hast, mit dem, was du dir ausdenkst. Lass das einmal auf dich wirken. In dir ist der tiefe Glaube, dass du absolut nichts damit zu tun hast, mit dem, was du dir ausdenkst. Zum Beispiel jetzt Corona oder die CO2-Lüge oder einen Jesus. Wo war jetzt Corona? Die CO2-Lüge. Wo ist der Jesus jetzt gewesen? Es sind doch nur Gedanken. Es sind Worte, die du hörst und du baust aufgrund der ständig wechselnden Worte Vorstellungen in dir auf. Das ist hundertprozentig sicher. Offensichtlich.
Und wenn du ein tiefgläubiger Materialist bist oder ein tiefgläubiger indoktrinierter Christ oder Moslem bist, kriegst du das nochmal mit, weil das alles Materialismus ist in der Grundlage. Auch jede Religion, die ganze Esoterik ist noch materiell, auch wenn die hier, gerade die Esoteriker, meinen, sie hätten den richtigen Glauben. Was unterscheidet die von den ganzen anderen ausgedachten Idioten? Übrigens, Idiote heißt nur einfache Menschen, einfache Affen. Die Nachäffen. Kann die neue Offensichtlichkeit nicht akzeptiert werden, weil Diese sie neue Offensichtlichkeit ist das, was wirklich offensichtlich ist, was hundertprozentig sicher ist. ein Gefühl erzeugt, das äußerst unangenehm ist. Das ist das, man fühlt sich extrem angegriffen. Wenn ich zum Beispiel zum Video her, jetzt im Blindfeld, und dann fällt der Name, irgendein Name, ich will ihn nicht nochmal wiederholen und sagt, das ist ein Vollpfosten. Du hast das Video, du sitzt jetzt da und dann sagt jetzt hier dieses Pixelmännchen Udo an dem Tisch in einem Dach und der Tobias ist ein Vollpfosten. Wie reagierst du drauf? Dir muss eins klar sein, es ist immer derselbe Geist, der das Video hört, aber er hört es in anderer Personifizierung. Eine Personifizierung ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Und in dem Moment, wo ich jetzt an mich denke, wenn ich das höre, werde ich massives Unwohlsein in mir verspüren. Mach dein Programm. Was denken dann die Leute von mir, wenn der behauptet, dass ich Vollpfosten bin? Gerade dann doch ein Ego, das sich sowieso aufbläht, wie toll und wie klasse es doch ist hier, mit einer zusammengelogenen und sich groß machenden Wider, weil man ja was darstellen will. Das ist übrigens das Hauptproblem, dass die meisten Leute, die sich extrem nach außen hier in dieser Außenwelt hier darstellen wollen, dass die innen ganz, ganz erbärmlich und arm sind. Wie reagierst du mit deinem anderen Programm, wenn du das hörst? Ich kenne keinen Tobias. Vielleicht kennst du ihn und hast deine eigene Meinung von dem Tobias. Namen sind jetzt austauschbar, bitteschön. Was denken dann die Leute von mir? Ich sage, die Leute, die du jetzt zwanghaft denkst, die werden das denken, was du glaubst, dass die denken. Aber das, schau mal in dich rein. Mach dir bewusst, was da in dir abgeht. Die können ja schlecht von mir denken, aber ist das nicht von mir? Ist das nicht immer in Bezug auf das, was du zu sein glaubst? Ja. Und genau das muss ich auflösen. Das bist du nicht. Das ist Genau. genauso ein Gedanke wie alle anderen Gedanken. Ob ich an die Ariane denke oder ich denke an den Udo oder ich denke jetzt an den, der vom Computer sitzt. Ich lasse den Namen weg. Ja. Das bin ich. Ja. Ich kann aber auch ein Steiner Haus, einen Baum anschauen. Das bin ich. Das Ja. bedeutet Holo-Feeling, das Gefühl, alles zu sein, was ich mir ausdenke, aber nichts Spezielles davon als Einzelding. Der, der immer ist, El Hayom, Gott, Geist, der eigentlich als Ding an sich nichts ist, weil er alles ist. Das ist diese erste Welle, nichts und alles. Der wird niemals, wenn er Wellen aufschmeißt, sagen, diese Welle bin ich und die anderen Wellen bin ich nicht. Er wird dann nicht sagen, die Welle ist wichtiger wie die Welle. Es sind einfach nur Wellen, es sind Gedankenwellen. Es sind einfach nur ständig wechselnde Informationen in einem Traum. Sind Die sind nicht mehr, sondern viel weniger. Winzige Facetten von dem Meer, der immer ist. Tatvam Asi, das bist du, schreibe ich in meinem Upanishad. Übrigens interessant, dieses UB, Gott das Meer, 86, Ani Schaden. Das Ani ist dein blaues Ich und das erzeugt den Schaden. Ist es Ja, so? anschauen. Wobei das natürlich dann auf Sanskrit was anderes bedeutet, aber ich sage, einfacher wenn Fantasie spielen lassen, lass Fantasie. dich inspirieren, lass uns weitermachen. Ja. Wichtig ist, die Kernüberzeugung zu schützen, werden sie alles rationalisieren, ignorieren und leugnen, was nicht zu dieser Kernüberzeugung passt. Es ist egal, was du für hundertprozentig sichere Fakten aufbringst. Wenn es einer nicht hören will, er wird immer massiver mauern. Drum hör auf, irgendeine Figur, das ist, ich erkläre dir, wie die Programme funktionieren. Ich nenne, das sind reine KIs. Dir wird bewusst werden, dass die ganzen Menschen, die in deinem Traum auch vollkommen real sinnlich wahrgenommen auftauchen, dass die nichts anderes sind wie reine KIs in einem Videospiel, in einer simulierten Welt. Es sind geistlose, programmierte KIs, Programme, die so sind, wie sie programmiert sind. Das nenne ich Schwamminhalt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Und ein Tierchen, einer dieser KIs, kannst du rund um die Uhr beobachten, das ist deine eigene. Das heißt, bevor dir das nicht bei dem auffällt, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, dieses blaue Ich, das dir diesen Traum aufzwingt, hast du dich nicht abgekoppelt. Darum sage ich immer wieder, Holofeeling hat nichts zu tun, dass du die Menschen retten sollst, die da um dich rumlaufen. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Die Figuren in deinem Traum sind für mich sekundär. Die werden dir gleichgültig, wobei ich dann immer sage, spiel dein Leben normal weiter. Das, was du einem anderen tust, tust du dir selbst.
Das beziehe ich jetzt auf die blauen Figuren. Alles, was du für einen anderen machst, machst du für dich selbst, weil du nämlich alle Rollen in dem Spiel spielst. Auch die Rolle, vor allem jetzt das nochmal die, die du zu sein glaubst, der du zu sein glaubst. Aber alle anderen spielst du genauso mit derselben hundertprozentigen Überzeugung, das bin ich. Und wenn du jemanden bescheißt und betrügst, bescheißt du dich selber. Und wenn du jemanden was Gutes tust, tust du das für dich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Tobias ist ein Vollpfosten, tue ich dir nichts Böses, sondern ich tue ihm eigentlich was Gutes, weil das die einzige Möglichkeit ist, ihm die Augen zu öffnen, was er wirklich ist. Wenn er das akzeptiert. In der Rolle des Tobias. Es erschüttert zutiefst. Holofeeling ist die komplette Zerstörung eines Weltbildes, ohne dass es zerstört wird. Weil wir das Haar ja nicht kaputt machen, wenn wir das dann integrieren in die höhere Ebene, in dieses Wort Haus. Und wir zerstören auch dann diese Welt, das Hauswelt nicht mehr, wenn wir dann einen Satz draus machen. Das ist noch eine höhere Welt. Aber das wird jetzt dein derzeitiges Vorstellungsvermögen wahrlich um geistige Welten überragen. Die von anderen Menschen präsentierten Fakten, Theorien, Sichtweisen triggern dann Angst, Wut, Ärger, Zorn, Hass, der projiziert wird auf die anderen. Diese sind dann Ketzer, Wirrköpfe, Spinner, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme, Nazis und Antisemiten. So, das, was ich jetzt gesagt habe, jetzt schau mal, welche Menschen du dir ausdenkst, wo du genau so siehst. Wenn du jetzt meinst, du hättest vor Holofeeling was verstanden und du siehst dann immer noch welche als Spinner oder sonst irgendwie, ich benutze das Wort Spinner öfters, aber ein Wort ist natürlich immer 400 Seiten Buch. Es ist immer wieder die schöne Sache hier mit der Spinne. Die Spinne ist so clever, dass die sich einspinnt, aber nicht in, sich in eigenen Netz nicht gefangen hält. Da haben wir jetzt schon wieder Sache, aber wie sieht das jetzt mit der Raube aus? Ei, Raube, Schmetterling. Ich muss mich zuerst einmal in einen Kokon einspinnen, dass ich mich dann in den Kokon verwandeln kann. Dasselbe passiert mit Holofeeling. Du wirst für die anderen zu einem Spinner werden und ich sage ganz einfach, zu einem außergewöhnlichen Menschen. Weil du nämlich außerhalb dieser programmierten Gewohnheiten zu denken beginnst. Darum bist du für normale Menschen mit Holofeeling nicht mehr zurechnungsfähig, du bist zwangsläufig bloß ein Spinner. Weil ihre Logik dir nicht mehr folgen kann. Basic kann Windows nicht folgen. Basic-Betriebssystem, Computer kann mit Windows nichts anfangen, wird alles falsch und verkehrt sein, Blödsinn sein. Weil es nicht wachsen will auf eine höhere Ebene, die allumfassender ist. Vom Windows aus gesehen ist Basic vollkommen logisch. Ich kann auf einem Windows-Computer ohne Probleme auch ein Basic-Programm laufen lassen. Also prinzipbedingt Abwärtskompatibilität darstellen. Weil es eine viel komplexere Logik ist. Das ist Holofeeling. Das heißt, Holofeeling wird dir zuerst einmal einseitig betrachtet, was weggenommen. Aber du kriegst es ja wieder mit dem noch dazugefügten wieder zurück. Aber das kannst du ihm komischerweise einen nicht erklären, der da drin steckt. Du kannst einem Menschen sowieso nichts erklären. Ich erkläre es ja nur dir. Ich erkläre es nur dir. Du musst der Erste sein, der darauf anspringt. In der Wissenschaftsgeschichte ist es bisher so gewesen, dass das bevorstehende Paradigma erst dann überwunden werden konnte, nachdem genügend alte Wissenschaftsvertreter gestorben waren. Danach waren nicht mehr genügend alte Abwehrkräfte vorhanden, sodass das neue Paradigma sich etablieren konnte. Witzigerweise erging es den neuen Wissenschaftlern später wieder so, dass sie neue Erkenntnisse abwerten. So verlief die Wissenschaftsgeschichte in Sprüngen bisher. Siehe dazu Thomas Kuhn, die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Auch hier siehst du, dass er nur zitiert und zitiert. Darum sage ich, es passiert jetzt mit dem, was hier jetzt passiert, nichts anderes. Es wird jetzt immer ein Paradigmenwechsel herbeigeführt, aber die wesentliche Kernsubstanz, erstes und zweites Gebot in der Tora, wird komplett missachtet. Man macht sich weiterhin zu einem Trockennasenaffen, egal was ist. Genau. Ob ich jetzt mir ausdenke, ich bin auf einer Scheibe oder ich bin auf einer Kugel oder ich bin in einer Matrix, spielt überhaupt keine Rolle. Du lässt von dem eigentlichen Problem gar nicht los. Ja. Mach kein Bild von dir selbst. Du bist ein Gotteskind. Egal, was du denkst, das bist nicht du. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drüben auf der Erde. Tausendfach erzählt. Selbstverständlich darfst du dir was ausdenken. Aber die Bilder B-I-L-E-T-R sind im Kind erweckt, weil du ein träumender Geist bist und nicht da, wo du sie dir hindenkst.
Das heißt, der Udo, den du dir jetzt vielleicht nach Weißenburg denkst, der ist jetzt einfach nur ein Gedanke in deinem Kopf, der übrigens jetzt die ganze Zeit nicht existiert hat, bevor du an den Udo gedacht hast. Und deine Logik wird jetzt wieder vollkommen sagen, ja, aber der muss ja da gewesen sein, ich höre ihn ja die ganze Zeit. Nein, du hörst jetzt keinen Udo, du hörst einen Lautsprecher zu. Ja, das wurde in der Vergangenheit aufgenommen. So ist es alles so unendlich logisch. Es wird jetzt aufgenommen und du hörst es jetzt an, weil alles, was passiert, passiert jetzt. Das trennt die Spreu vom Weizen, ob du das akzeptierst oder ob du es nicht akzeptierst. Und dann wirst du mit Wundern konfrontiert, mit Möglichkeiten, die wirklich alles überragen. Das lassen wir jetzt hier mal gut sein. Wir gehen da mal ganz kurz nochmal zurück. Wir können eventuell machen wir die. Schauen wir die vom 31. noch an. Einzig die absolute Liebe gegenüber jedem in dir selbst auftauchenden Augenblick, Beckenblick, AGN, macht dir Geistesfunken bewusst, dass du eigentlich immer das absolute Wirklicht und der, die das Fundamentior für alles von uns Geist selbst ausgedachte bist. Ich bin nämlich du. Ich bin du und du bist ich. Ein Hoch auf uns im absoluten Hier und Jetzt geht jeder für jeden durchs Feuer. Ein ausgedachtes Hoch auf das, was vor uns liegt. Das ist ein schönes Endwort. Oh ja. Und übrigens dann hier das Fundament, die Unter, die Woge, die Wasserwelle, die Welle des Meeres, die Woge. Maris, das Meer und seine Wellen. Und diese Welle ist superfinit undam. Sub-R, S-U-B, ein Sub, das nicht existierende Bewusstsein UBs. Gott, das Meer, erweckt alle Wellen. Und Mendior, Mens, Unterform von Mensch, sich etwas denken, etwas Erdichtetes vorbringen, Farben gegen die Wahrheit versündigen, Lügen sich täuschen, das ist das Fundament für deine Traumwelt. Die nur dieses F, diese Facetten sind Wellen, die du dir überlegst und dann vor dich hin Erdichtetes vor dich hinleugst. Falsches Zeugnis ablesen. Übrigens hier schöne Sache, sieh die Mentiri, Digis, bla 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 bla, ich habe einen Zungenbrecher. Wenn du dich anlügst und die Wahrheit sagst, dann lügst du. Weil deine Wahrheiten sind die Wahrheiten, an die du glaubst, die du dir ausdenkst. Das sind aber deine ganz persönlichen Wahrheiten. Dass die Welt eine Kugel ist oder eine Scheibe ist oder eine Hohlkugel ist. Dass du von deiner Mutter geboren wurdest. Wie oft sage ich das? Deine Mutter ist jetzt erschaffen worden, weil du an sie denkst. Ansonsten, es existiert, existere. Es ist nur das da, was du jetzt vorliegen hast, unmittelbar im Jetzt. Und das verstreust du um dich herum in Raum und Zeit und du meinst, du hast damit nichts zu tun. Das ist der Kampf vor Holophilie. So. Das musste ja mal gesagt werden. Super, super. Ja. Und bei dir sind das ja jetzt fast 20 Jahre, wo du dich damit beschäftigst und es geht nicht anders, der Weg. Und es wird immer klarer, diese einfachen Worte. Mhm. Arbeite daran, dass du es verstehst, die einfachen Sachen. Wenn ich dann immer höre, beim Wörter aufhören, da komme ich nicht mit, dann bleibst du halt da, oder das verstehe ich nicht, dann sage ich, wer bestimmt das? Das ist dieser Zweite in dir, das ist dieses falsche Selbst, dieses blaue Ich, das sende, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht. Dieses Geschwätz, wenn du in dir abstellst. Die Begrenzung. Ich sage nur, die ganze, du läufst dein ganzes Denken, dein Wollen, ich will, ich brauche, ich muss, die Angst, die du in dir erzeugst von der Zukunft. Morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier. Was passiert, passiert jetzt. Ich wiederhole nochmal, versuche mal morgen ein Glas Wasser zu trinken. Versuche mal in einer Stunde ein Glas Wasser zu trinken. Versuch in 3 Minuten ein Glas Wasser zu trinken. Es geht nicht. Es ist ein Faktum, eine hundertprozentig sichere Tatsache, dass du jetzt denkst, ich trinke jetzt dann ein Glas Wasser. Übrigens da, geöffnete Schöpfung ist NN. Nicht. Das denke ich mir und dann mache ich es. Sondern es ist gleichzeitig. Mhm. Jetzt denkst du dir's, aber machen kannst du das bloß jetzt. Mhm. Wenn du das Wasser trinkst, wirst du das jetzt denken. Und was wie eine Spielerei klingt, ist elementar, es verändert dein komplettes Dasein, dein komplettes Leben, wenn du das akzeptierst. Genau. Das Interessante, dein Intellekt kann jetzt nicht einmal sagen, das stimmt nicht, was ich sage. Das ist ja das Irre. Ich rede jetzt einmal wieder bewusst normal, ich spanne jetzt einmal ein Zeitfenster auf von 25, 30 Jahren, wo ich jetzt bewusst hier mir denke, tausenden, aber tausenden Mal, ich versucht habe, Menschen das zu erklären. Wovon tausenden von Menschen, eine Handvoll Menschen jetzt so weit ist, Menschenprogramme meine ich jetzt,
sich so weit verändert zu haben, dass sie das langsam zu verstehen beginnen. Obwohl die Sätze immer noch dieselben sind, wie ich sie vor 30 Jahren gesprochen habe. Die sagen dann immer wieder, das ist der Wahnsinn, man ist ja so unendlich blind und taub. Man hört es, es ist irgendwie logisch, aber der Zweite in dir, das falsche Selbst, die Vorstellung, ist so unheimlich mächtig, dass das gerade in Krisensituationen, wo es wichtig wäre, sich zu sagen, das ist jetzt nur, weil ich es denke, wisch und weg. So ist das beste Gebet, wenn es dir schlecht geht, bete nicht zu Gott, sondern bete scheiß drauf. Wisch und weg. Mhm. Weil wenn du es nochmal denkst, existiert es nochmal. Die Schwierigkeit ist, dass du, wenn sich da was festgezeckt hat, im Positiven wie im Negativen, wirst du es nicht abstellen können. Schon gar nicht durch nicht haben wollen. Das sage ich tausendmal, sobald du was nicht haben willst, sobald du was bekämpfst, denkst du an das, was du nicht haben willst, und das wird sich jetzt massiv verfestigen. Umso mehr du etwas nicht haben willst oder Angst vor etwas hast, umso mehr wirst du das denken. Und umso mehr dir etwas vollkommen gleichgültig ist, wird es nicht mehr in dir auftauchen. Es wird sich komplett, durch Gleichgültigkeit löst sich das komplett auf. Und sobald du resonierst, im Positiven wie im Negativen, wird sich das wiederholen. Es wird sich wiederholen. Das, was du haben willst, was dir im Kopf rumspinnt, achte mal auf die Sprache. Was du haben willst, wird sich immer mehr aufbäumen. Und was du Angst hast oder nicht haben willst, wird sich auch immer mehr aufbäumen. Solange du was bekämpfst, vermehrst du das, was du bekämpfst. Und wenn du dich zurückziehst, einfach zurückziehst und dir das am Arsch vorbeigehen lässt, aber das Zurückziehen ist wichtig, nicht Druck erzeugt Gegendruck, und wenn du dich zurückziehst, nicht lösen, dann hast du wieder Trennung. Nur so weit zurückziehen, dass der Druck weg ist. Weil sonst machst du wieder zwei. Oder dann, dann wiederholt sich das. Ja. Aber das sind jetzt so Details, das ist so die ganzen, es gibt keine Technik. Es ist Bewusstsein, ist etwas, was du bist. Das kann sich auch nicht vermehren und nicht vermindern, auch wenn man sagt, vor höheren Bewusstseinsebene. Das ist schlichtweg und einfach ein, es gibt keine andere Möglichkeit im Basic Windows aus. Es gibt keine Möglichkeit, in einem Basic Betriebssystem in irgendeiner Form eine Windows-Datenstruktur laufen zu lassen. Und alles, was ich dir jetzt erkläre, wenn ich sage, der ganze Intellekt, den du jetzt deiner Menschheit in Fachgebieten zusprichst, das symbolisiere ich mit dem Basic-Betriebssystem. Ich habe das tausende Male erwähnt. Und ich muss ja von dir verstanden werden. Das heißt, ich bin gezwungen, in deiner Logik zu reden, sonst wird es für dich unlogisch sein. Darum sind diese kindgerechten Beispiele, wo ich immer wieder darauf hinweise, sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und der schlechteste Ratgeber, den es überhaupt gibt, ist dein Ego. Es ist dein eigenes Ego und all die Menschen, denen du bisher vertraut hast. Die Fachleute. Da muss ich im Internet nachschauen. Ich verspreche dir, ich führe dich wieder so in die Irre, bis du eine eigene Meinung kriegst. Ich will, dass das deine Meinung ist und nicht, dass du der Meinung nachplapperst. Es gibt nur einen allereinzigen, den du nachplappern darfst. Es gibt immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Wenn du eine wirklich eigene Meinung haben willst, egal wen du nachplapperst, ich sage nochmal, egal welchen religiösen Menschen, welchen Naturwissenschaftler, ein Professor Lesch, egal wen du mir bringst, der plappert einfach nur indoktriniertes Wissen nach von seinen Lehrern und seinen Erziehern. Die genauso nachplappern und wieder nachplappern, es ist alles genauestens beschrieben. Es ist immer nur rezitiertes Wissen. Ob du Esoteriker bist, es ist angelesenes Wissen. Mach dir mal Gedanken, was ist wirklich von mir selbst, aus mir selbst? Das können nur Künstler von sich behaupten. Aber, denn ich muss eingestehen, mein Goethe-Beispiel, dass ihnen das ja eingefallen ist. Wo kommt es eigentlich her? Und ich sage jetzt ganz einfach von mir. Du wirst doch wohl nicht glauben, ich bin übrigens du, das ist es. Darum sage ich, das einzige Wissen, das du nachplappern darfst, ist Holo-Feeling, weil das nämlich dein eigenes Wissen ist. Ich wiederhole nochmal, wenn du jetzt träumst, und du träumst jetzt, ob du das glaubst oder nicht glaubst, ist sehr entscheidend für deine Zukunft, die du in ständigen Wechsel hier und jetzt erleben wirst, dann ist es doch so, dass du dir jetzt den Udo ausdenkst, das Pixelmännchen. Dann ist der doch jetzt nur eine Figur in deinem Traum. Alles, was Figuren in deinem Traum erzählen oder tun oder machen, ist, weil du das träumst. Das heißt, alles, was der Udo jetzt erzählt, erzählt er, weil du das träumst. Das heißt, die Figur in einem Traum hat keinen Einfluss darauf, was geträumt wird.
Aber da du als Träumer in der Geist dir nicht raussuchen kannst, was du träumst, ich sage mal, du bist wie ein Pinsel, ein Kugelschreiber, der ein Gedicht schreibt, musst du dir mal die Gedanken machen, wer ist die Ursache für deinen Traum? Das ist dein momentaner Intellekt, den du zum Denken benutzt. Als Einfallsbindel ist es der Maler, das hast du von Gott erweckt. Und wir haben doch das Spiel so oft gehabt, du glaubst jetzt der zu sein, der vom Computer sitzt. Okay, das ist schon eine Figur in deinem Traum. Und ich mache jetzt, ich rot, JCHUB, ich begebe mich jetzt in deinen Traum als reine Traumfigur und erkläre nicht dem, der du zu sein glaubst, ich erkläre das nicht dem, der jetzt vom Computer sitzt, diesen Gehirn das, sondern ich erkläre dem, der das jetzt erlebt, ich erkläre den träumenden Geist, der das jetzt erlebt, in dieser Situation, was er ist. Das, wenn du verstanden hast, hast du alles verstanden. Und ich betone nochmal, es geht mir niemals um irgendwelche Erscheinungen oder Figuren in einem Traum. Diese Definition von wichtig oder weniger wichtig, was wichtig ist, ist die Botschaft. Denn ich bin, du beginnst, mein Menschensohn ist wie ein Wegweiser. Und der ist, was wichtig ist, ist nur die Richtung, wo er hinzeigt. Der Wegweiser selber ist überhaupt nicht wichtig. Der wird immer wieder auftauchen. Ist übrigens auch nicht der wichtig, der den Weg geht. Das Ziel ist wichtig. Und der, der sich das ausdenkt. Der Wegweiser ist, was ausgedacht ist, und der, der den Weg gehen muss, dieses Leben durchleben muss, ist auch nicht wichtig. Auch nicht wichtig. Der, der es erlebt, der sich es ausdenkt, Tatvamasi, das bist du. Heißt es in dem Upanishad. Und dein Ani erzeugt den Schaden in dir. Das ist der eigentliche Scheitern, der Satan. Ja. Ani Eshadai. Ich bin Gott, der Allmächtige, wird es nochmal übersetzt. Shati, mein eigener Dämon. Und immer daran denken, das griechische Wort Dämon ist das, dann meine Schöpfer- und Schicksalsmacht. Es ist nichts Negatives. Das haben dann erst die Kölken draus gemacht. So denken wir uns das jetzt zumindest aus. Jetzt wirst du dann merken, dass, egal wen du denkst, das immer wieder wiederhole ich dasselbe, dass ein Einstein nur dann existiert, wenn du ihn denkst, und er wird das entdeckt oder erfunden haben, was du denkst, weil das einfach nur eine kleine Facette aus deinem intellektuellen Repertoire ist, aus deinem Programm ist, was du dir was ausdenken kannst. Du erschaffst alles, was du denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und mach dir einfach bewusst, was ich so oft darauf hingewiesen habe, du lebst zurzeit in einer Welt von dir ausgedachten Figuren, die so geistlos dumm sind, was du sofort überprüfen kannst, dass die offensichtlich alle nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet. Weil egal, wen du mir bringst, 99% des Wissens, das er äußert, wo jetzt wir uns denken, dass er glaubt, das ist hundertprozentig sicher. Das gilt auch, wenn du an dich selbst denkst. Dass das bei genauer Betrachtung und für eine genaue, bewusst geistreiche Betrachtung brauche ich eigentlich wenig Intellekt, sondern wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Vor dieser Zwangsprogrammierung. Ein unschuldiges Kind. Wenn ihr nicht wieder werdet wie neugierige Kinder, und du musst jetzt neugierig werden auf dich selbst, auf das, was du wirklich bist, nicht diese falsche Identifikation, von der gerade gesprochen wurde. Und die Paradigmenwechsel in der Führerscheinprüfungsbogenwelt, die wird bis in alle Ewigkeit weiterlaufen. In alle Ewigkeit, was ist das? Ständig wechselnde Bilder im Hier und Jetzt. Es ist eine Phase, wo du durch musst. Als Geist. So wie du als Mensch jetzt verschiedene Buchseiten, Lebensabschnitte in unseren 3x3 Wachstumsstufen durchwandern musst. Wo jeder Abschnitt immer wieder neu ist und das eigentliche, diese drei Abschnitte tausendfach erklärt ist in den Wechseljahren, wenn du These, Antithese, Synthese. Jetzt kommen wir in den großen Bereich der Synthese. Du musst eine große Synthese durchführen mit allem, was du dir ausdenkst, dass du sagst, ich bin die Quelle. Ich denke es mir aus und mit jedem neuen Gedanken kommt es wieder zu mir zurück. Man kann was existieren, das nicht am Leben erhalten. Wenn dieser kleine Satz, wenn in dir verfestigt ist, merkst du die Sinnlosigkeit, Menschenleben. Die Medizin hat nie versucht, Menschenleben zu verlängern. Ich muss wissen, was Leben ist. Es verlängert das Sterben, es Leiden. Weil die nichts akzeptieren, was darüber hinausgeht, geistig. Und die, die jetzt meinen, sie wüssten, was Geist ist, sind tiefgläubige Materialisten, die Esoteriker genauso, die ganze ESO-Szene, wenn ich immer sage, warum fressen die dann ihr Bio und ihr Müsli-Scheiße? Weil sie meinen, sie sind gut Menschen. Nichts ist trügerischer, zu glauben, ich gehöre zu den Guten. Das ist eine Logik. Das ist das eigentlich Böse. Faust. Anhören im Mephisto. Die Macht.
Was ist die Macht? Das Gute entsteht in dem Moment, wenn dir was logisch erscheint. Alles, was du denkst, was dein Programm aufwirft, ist für dich vollkommen logisch. Aber alles, was für dich unlogisch ist, ist natürlich böse, schlecht. Und das ist genau das, was dir fällt. Das, was du bekämpfst, was du nicht haben willst, ist deine eigene Selbstentheiligung. Das wird so lange fort sein, solange du dies fährst, dass du dieses unbewusste Aufbrausen, dieses ganze Leid, das du dir erzeugst durch Nicht-Einverstanden-Sein oder durch die Angst, dir könnte was passieren oder man könnte dir was wegnehmen. Das, wenn du jetzt verstanden hast, was ich dir versucht habe, jetzt wieder zu erklären. Was kann ich an träumenden Geist wegnehmen? Er denkt sich doch die Sachen aus und jeder neue Gedanke richtet es doch wieder zurück. Ein ständiger Wechsel von Informationen, das an ihm selbst nichts verändert. Meine 200 Gramm rote Knete, immer wieder. Versteh doch dieses einfache Beispiel. Und wenn du es nicht verstehst und immer wieder abstürzt in deinem Alltag, dann mach dir mal bewusst, was ist daran schuld, dass ich das immer wieder vergesse. Dein Ego. Das ist der eigentliche Teufel in dir. Und dann waren so Kleinigkeiten, das ist so diffizil, dieses Leid. Du musst dich anpassen in eine Umwelt, gibt es Kaisers, was des Kaisers ist. Lass mir unverändert, du musst nicht demonstrieren, du musst nicht eintreten. Mhm. Und ich werde dann irgendwann einmal der tiefe Dankbarkeit anfallen. Sieh jetzt zum Beispiel diese schöne Sache, die Selbstgespräche vorher, was wirklich wichtig ist mit der Helene, mit dem Toni. Da kann ich tausendmal sagen, das ist ein Gedanken, kannst du nicht dein Leben halten. Lerne jetzt erst einmal das loslassen und beginne bei Kleinigkeiten, Babyschritte. Löse dich von den kleinen Marotten, die du hast. Und versuch Menschen Freude zu machen. Weil das, was du an anderen tust, tust du dir selbst und versuch zu vermeiden, anderen weh zu tun, außer du machst es bewusst. Wenn ich jetzt nochmal bei unserem Beispiel zu bei, ob ich jetzt das Wort Ruth oder Matthias, Tobias nehme oder egal was, wenn ich direkt anspreche und ich oute hier das Programm und dann schaut es wie so, oh, und gerade umso mehr Ego drin ist, weil du meinst, du bist was Besonderes. Als Figur bist du überhaupt nichts Besonderes. Das Besondere liegt darin, dass du der bist, der sich das alles ausdenkt. Rot geschrieben, das Besondere. Ja. Und solange du im blauen Bereich was Besonderes sein willst, wirst du niemals verstehen, was es heißt, alles zu sein, was Holofeeling bedeutet. Ja. Wenn du im Blauen was Besonderes sein willst, und das Ego bläht sich immer wieder auf, dass man was Besonderes sein will, schau dir jetzt den Brösel Udo an. Der wird so sein, wie du ihn dir ausdenkst, aber wenn du den wirklich kennenlernst, dann sage ich immer wieder, es ist das Unwichtigste überhaupt. Ja. Du bist für mich wichtig. Du, der mich jetzt ausdenkt, ohne dich wird es doch mich gar nicht geben. Mhm. Als Brösel bedanke ich mich bei dir. Ich bin bestrebt, dass du mich möglichst lange am Leben hältst in dir. Weil wenn du mich nicht mehr denkst, bin ich weg in deiner Welt. Aber von der anderen Ebene habe ich die Möglichkeit, immer wieder hartnäckig in dir aufzutauchen. Und wenn es auf Mama mit einer Zeitlücke von 10, 15 Jahren ist. Da denken wir uns jetzt welche aus, Programme aus, die durchaus schon in Almena waren und dann das einfach durchlaufen haben, weil sie nicht zugehört haben und dann in Sackgassen reingelaufen sind von irgendwelchen Religionen und Sekten und jetzt langsam wieder ganz langsam zurückkommen, dass ich gemerkt habe, Menschenskind. Mhm. Jetzt können wir darüber uns Gedanken machen, hätte das sein müssen, das Leid der letzten 15 Jahre auf diesem Weg, diese Sackgasse ist auch, ja, auch das sind Erfahrungsprozesse. Mhm. Weil es geht um alles. Du wirst von mir niemals hören, dass irgendwas in dir auftaucht, was nicht wichtig wäre. Ob jetzt sich das auf den bezieht, der du zu sein glaubst, oder ob sich das bezieht auf irgendeinen Gedanken von dir. Es bleiben alles nur Informationen. Der Wechsel ist nicht aufzuhalten. Und jetzt aktuell, jetzt wenn ich in Jahren in Gieder noch, wo die Videokassetten noch waren, da hat noch keiner groß an die DVD gedacht, da habe ich gesagt, die muss eins klar sein, du wirst deine Hunderttausende von Videokassetten, wirst du irgendwann nochmal in den Teufel haben müssen, weil DVDs kommen. Und dann, wenn die DVDs waren, dann hier Blu-ray kommen und dann kommt Streaming. Es ist immer eine Veränderung. Das ist alles, denk an den Fotoapparat, den klassischen Fotoapparat mit dem klassischen chemischen Film, den man entwickeln musste. Es hat eine Umwälzung gegeben ohne Ende, wie dann plötzlich die Digitalfotografie gekommen ist. Es wird eine komplette Branche wird weggerissen. Es ist eben einfach der Lauf der Dinge. Selbst Weltbilder verändern sich. So wie zum Thema Museen oder irgendwas Traditionen festhalten wollen. Das Deutschland, die deutsche Kultur wird zerstört.
dieses Deutschland hat es ja vor jetzt ausgedachter Bon und Idiot überhaupt noch nicht gegeben. Das hat es nicht gegeben, das taucht auf und es wird wieder verschwinden. Das sind so simple Beispiele. Wenn du deine Ewigkeit verstanden hast, denkst du in ganz anderen Zeitfenstern, in ganz anderen Zeitspannen. Es ist eine ewige Verwandlung. Ich sage wieder, zum tausendsten Mal liest die kleine Schrift die Neo-Apokalypse des JHWH. Geistiges Wachstum erfordert ständige Gestaltveränderung. Das siehst du im Kleinen, vom Säugling bis zum Greis, wobei das natürlich kein geistiges Wachstum ist. Aber diese Seiten, die du durchlebst, diese vielen Lebensjahre innerhalb deines Lebensbuches, wenn du ich bist, sind es die Bücher in einem Bücherregal. Was jetzt für dich die Bücher, das habe ich so oft, so simple, kindgerechte Beispiele, die du auch mit deiner jetzigen Basic-Logik verstehen kannst. Und du bist der Einzige, der es verstehen muss und kann. Ein Gedanke von dir wird es niemals verstehen. Das ist die erste Botschaft. Ich lasse es gut sein. Danke schön. Danke, danke. Wer sagt zween Danke? Wir bedanken uns jetzt bei dem, der uns ausdenkt, uns zwei, ja. Uns zwei, ja. Pixelmännchen. Ja. Der jetzt uns zwei als Pixelmännchen auf den rein flackernden Läppchen, diese kleinen flackernden Lämmchen, die Leistungs, wie nennt man das einmal? Die Löchchen, wo ich gesagt habe hier, der kleine Dach. Der kleine Tag, ja. Das ist nur kleine Löchchen, Lach ist ja die Lebensfrische. Kleine Löchchen sind und dahinter ist ein allereinziges Licht. Der Himmel, die Sterne sind nur kleine Löcher. Ja. Und dahinter ist ein allereinziges Licht. Mhm. Wer meinst du, wer diese Texte geschrieben hat? Mhm. Jetzt sagst du ja der Tukowski oder wie er heißt. Nein, du, weil du dir das jetzt ausdenkst. Du bist die Quelle dafür. Und was singt dann der kleine Dach? Ich bin nur heute. Nur heute. Du kannst nicht anders sein. Mhm. Heute ist jeder Moment jetzt. Mhm. Das ist hundertprozentig sicher. Alles andere ist ausgedacht, vorgestellt und um dich herum in Raum und Zeit verstreut. Auch so ein Satz, egal was du jetzt denkst, du hast die Fähigkeit, das, was du jetzt durch dein Denken in dir zumal rein gedanklich erschaffst, um dich herum in Raum und Zeit zu verstreuen, gedanklich. Das macht dich zum Gott für die Welt, die du dir ausdenkst. Und die Welt, die du dir ausdenkst, steht und fällt mit dem Programm, mit dem Schwamminhalt, den du zum Denken benutzt. Und wir erweitern diesen Schwamminhalt. Wenn wir jetzt den nur austauschen würden wie Videofilme, verstehst du das Prinzip nicht. Das ist jetzt in dem vorhergehenden Video, dieser Paradigmenwechsel, der schon immer da war, wechselt nichts am Wesentlichen. Es sind immer noch Materialisten. So wie du dir das jetzt denkst natürlich. Ob du glaubst, du bist auf einer Scheibe oder du bist auf einer Kugel, es wird das Paradigma verwechselt, auch in der Medizin. Ja. Und dann kommt eben diese große Erkenntnis, dass immer wieder, wir sind es in den riesen Holofeeling-Werk so genau darauf eingegangen, in Selbstgesprächen, dass das Wesentliche gar nicht angesprochen wird, die reine Geistigkeit. Ja. Am allerwenigsten von Geist haben die Ahnung, die glauben, sie sind spirituell und die wissen, was Geist ist. Weil die immer von einem Geist, den man besitzt, reden. Von einem Bewusstsein, das man besitzt. Ist auch der es besitzt, ist es Bewusstsein. Und ein ausgedachtes Bewusstsein oder ein ausgedachter Geist ist schon wieder eine Information. Ist schon wieder blau. So, jetzt ist aber genug. Super. Danke. Ciao. Bis gleich. Bis gleich.